Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zunächst um Entschuldigung bitten, aber die drei namentlichen Abstimmungen zu dem Thema Arzneimittelgesetz, das heißt konkret die Frage, ob man einwilligen kann nach ärztlicher Beratung, dass man einer Forschung beispielsweise an Demenzkrankheit zustimmt, das stand eben unten im Plenum zur Abstimmung. Das war nicht kalkulierbar. Insofern entschuldige ich mich dafür. Aber umso herzlicher begrüße ich Sie zu unserem Fachgespräch hier der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu dem Thema Staat, Kirchen, Religion, religiöse Vielfalt in Deutschland, Bereicherung oder Herausforderung. Ich begrüße ganz herzlich unseren Referenten und Impulsgeber, Herrn Professor Hilgruber. Ich freue mich, dass viele Abgeordnete auch zu uns gekommen sind, die auch noch eintreffen werden nach der entsprechenden Abstimmung. Und ich begrüße herzlich auch die Moderatorin, Frau Kollegin Schussow. Sie wird auch die Teilnehmer dann am Podium noch im Einzelnen vorstellen. Allen jetzt schon einmal herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, uns hier mit Ihren Beiträgen auch zur Verfügung zu stehen. Meine Damen und Herren, noch 1950 gehörten 96,4% der deutschen Bevölkerung einer der beiden großen christlichen Kirchen an. Seitdem hat sich die religiöse Landschaft in Deutschland doch erheblich verändert. Wir haben heute in etwa noch 56% der Bevölkerung, die den beiden großen christlichen Kirchen, also rund 50 Millionen Bürgerinnen und Bürger, angehören. Aber hinzu kommen inzwischen Gläubige der Freikirchen, der selbstständigen evangelischen Kirche, der zahlreichen orthodoxen Kirchen. Allein die orthodoxen Kirchen stellen 1,5 Millionen Gläubige. Aber ich glaube, heute gerade an diesem 9. November ist es auch besonders wichtig, darauf hinzuweisen, wo wir ja natürlich dem fürchterlichen Pogrom gegen die jüdischen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland im Jahr 1938 gedenken, dass wir es besonders schätzen, dass sich wieder rund 100.000 Gläubige dem jüdischen Glauben zugehörig in Deutschland befinden und ein aktives Gemeindeleben auch entwickeln. Deshalb freue ich mich auch, dass der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, Herr Bothmann, heute unter uns ist. Herzlich willkommen, lieber Herr Bothmann. Und meine Damen und Herren, nach Erhebung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge leben jetzt rund 4,5 Millionen Muslime unterschiedlichster Strömungen hier in Deutschland, Sunniten, Schiiten, Ahmadiyya, aber auch Aleviten, Jesiden, die Baha'i oder auch Buddhisten, Sikhs tragen zur Vielfalt hier in Deutschland bei. Ich denke, die Pluralität wächst in unserem Land, aber das bedeutet auch, kann das eine Bereicherung sein oder ist es auch eine Herausforderung für unsere gesellschaftspolitische Entwicklung? Und deshalb denke ich, drängen sich heute viele Fragen auf. Die Frage der Neutralität des Staates unter dem besonderen Aspekt der Religionsfreiheit, die Frage des Religionsverfassungsrechts nach den künftigen Herausforderungen, die Frage, wo sind gegebenenfalls auch staatlichen Grenzen. Eindeutig ist Artikel 4 unseres Grundgesetzes, der die Glaubens- und Religionsfreiheit im Einzelnen formuliert. Aber der Staat setzt in unserem säkularen Staat eben den Rahmen auch, um die freie Ausübung der Religion und des Glaubens zu gewährleisten. Dazu gehört auch der bekenntnisorientierte Religionsunterricht, dass die Tatsache, dass Kirchen und Religion ein Recht zur Selbstverwaltung haben, Seelsorge bis in Bereiche des Militärs. Aber hinzu kommt auch selbstverständlich die Rolle der Kirchen und Religionen als kooperative Partner des Staates in den Querschnittsaufgaben zur Wohlfahrt, als Dialogpartner bis hin zu den wichtigen sozialen und ethischen Fragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben als CDU-CSU-Fraktion deshalb hier einen
Dialogforum eingerichtet, wo wir regelmäßig mit den Vertretern der christlichen Kirchen, mit den Vertretern des Zentralrats der Juden, mit den muslimischen Verbänden hier den Dialog führen, auch zu wichtigen Fragen, die hier gegebenenfalls dann ethisch, politisch entschieden werden müssen. Das war zu Beginn beispielsweise das Thema der Sterbehilfe. Ich habe vorhin gerade ein Thema angesprochen, was wir gerade eben entschieden haben, was ebenfalls natürlich eine ethische Frage mit beinhaltet, aber auch andere Fragen, die hier im Rahmen dieses Dialogs erörtert werden. Dazu zählen selbstverständlich noch mehr Teilnehmer, die heute nicht alle am Podium vertreten sein können. Aber ich bedanke mich dafür, dass Sie aktiv an unserem Dialog teilnehmen, der geprägt ist von Respekt, von Sachlichkeit, von unterschiedlichen Positionen natürlich, aber wo wir hier in einem guten Dialog, wie ich finde, die gemeinsam anliegenden Fragen auch entsprechend erörtern können. Ich will allerdings einleitend auch sagen, dass im krassen Gegensatz dazu teilweise die Situation oder das Verhältnis steht, dass auf öffentlichen Plattformen, im Internet, aber auch im Hinblick auf gewaltsame Auseinandersetzungen in unserer Gesellschaft teilweise begründet durch einen Bezug auf die Religion stattfinden. Und hier, glaube ich, muss man sehr deutlich machen, dass es nicht gehen kann, wenn Christen beispielsweise in Flüchtlingsheimen entsprechend drangsaliert werden, wenn ein gewaltsamer Angriff gegen den Rabbi Alter hier in Berlin stattfindet, wenn ein Anschlag auf die Moschee in Dresden stattfindet oder wenn beispielsweise hier auch entsprechend gegen den Schick-Tempel in Essen agiert wird. Gewalt gegen Religion darf es in unserem Land nicht geben. Es gilt die Religionsfreiheit und deshalb müssen wir dem mit Nachdruck auch entsprechend entgegentreten. Und meine Damen und Herren, wir brauchen, denke ich, eine respektvolle und sachliche Debatte. Und deshalb nehme ich Bezug auf den Diplomaten, Verleger und Europäer George Weidenfeld, der mal gesagt hat, man kann einen anderen Glauben sehr respektieren und gleichzeitig klar zu seinen eigenen Wurzeln stehen. Die gegenseitige Toleranz, der Respekt und die Achtung des anderen verlangt auch letztlich unser gemeinsames friedliches Zusammenleben auf der Grundlage unserer Werte, unseres Grundgesetzes. In dem Sinne bedanke ich mich nochmals für Ihre Teilnahme und möchte jetzt zunächst das Wort Herrn Professor Hilgruber geben für einen ersten Impuls im Hinblick auf unsere Diskussion. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Dr. Jung, meine sehr geehrten Damen und Herren, nun sag, wie hast du es mit der Religion? Auf diese Gretchenfrage gibt unser Grundgesetz prima facie eine ganz klare Antwort. Es gewährleistet in Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes volle Religionsfreiheit. Auf das, um Friedrich den Großen zu zitieren, ein jeder nach seiner Fasson selig werde. Jedermann also hat die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit, seine Glaubenswahrheit auf einem selbstgewählten Weg zu suchen und vielleicht auch zu finden. Meine Damen und Herren, wo Freiheit herrscht, ist Raum für Vielfalt. Die Glaubensfreiheit, so hat es das Bundesverfassungsgericht einmal formuliert, die Glaubensfreiheit ist nicht nur den Mitgliedern anerkannter Kirchen und Religionsgemeinschaften, sondern auch den Angehörigen anderer religiöser Vereinigungen gewährleistet. Der Staat des Grundgesetzes gestattet also auch Außenseitern und Sektierern die ungestörte Entfaltung ihrer Persönlichkeit gemäß ihren subjektiven Glaubensüberzeugungen. Mögen diese anderen, vielleicht sogar der Mehrheit der Bevölkerung, als Aberglauben erscheinen. Die Ausübung der Religionsfreiheit steht auch nicht unter einem aufklärerischen Rationalitätsvorbehalt. Und selbstverständlich kommt auch Religionsskeptikern oder gar Verächtern sogenannte negative Religionsfreiheit zu.
Ein Vielfaltspotenzial war folglich der Religionsfreiheitsgarantie schon von Anfang an inhärent. Aber so viel Vielfalt wie heute war in der Tat noch nie. Sie ist aber, nimmt man diese Freiheitsgarantie ernst, natürlich für sich genommen kein Grund, vom Konzept der Religionsfreiheit abzugehen. Gerade in einer multireligiösen Gesellschaft muss vielmehr der Staat, um Heimstatt aller seiner Staatsbürger ohne Ansehen der Person zu sein und zu bleiben, jene religiöse Neutralität wahren, in der sich schlicht und einfach die von ihm zu garantierende Religionsfreiheit spiegelt. Es besteht, meine Damen und Herren, also eine für alle gleiche Religionsfreiheit. Was in dieser Hinsicht Christen beanspruchen können, steht auch Muslimen, Hindus, Juden und Buddhisten gleichermaßen zu. Auch alle Religionsgemeinschaften sind grundsätzlich gleicher Ehre, wie Friedrich Naumann schon in den Beratungen der Weimarer Nationalversammlung bemerkt hat. Was also für die christlichen Kirchen gilt, gilt auch für andere Religionsgesellschaften, wenn und soweit sie sich vergleichbar organisiert haben. Für die Bildung einer Religionsgemeinschaft aber ist nicht mehr erforderlich als jenes Minimum an Organisation, welches immer entsteht, wenn sich Menschen auf der Grundlage eines gemeinsamen Glaubens zur Erfüllung sich daraus ergebender Aufgaben vereinigen. Eine also auch von nichtchristlichen Glaubensrichtungen ohne weiteres erfüllbare Voraussetzung. Auf der Basis des Grundgesetzes hat sich eine bewährte Kooperation von Staat und Religionsgemeinschaften herausgebildet. Die Gewährleistung des Religionsunterrichts an den staatlichen Schulen gemäß Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes gehört dazu. Seine Integration in die staatliche Schulorganisation macht den Religionsunterricht zu einer gemeinsamen Angelegenheit, die nur in Kooperation zwischen dem die allgemeinen Erziehungsziele definierenden Staat und einer den besonderen Inhalt des Unterrichts bestimmenden Religionsgemeinschaft veranstaltet werden kann. Artikel 7 Absatz 3 begründet daher auch eine entsprechende Pflicht zur Kooperation und gegenseitigen Rücksichtnahme. Angesichts der beim Religionsunterricht in besonders intensiver Weise erforderlichen, verlässlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Staat und Religionsgemeinschaft sind nur solche Religionsgemeinschaften als fähig anzusehen, sich am Gemeinschaftsunternehmen Religionsunterricht zu beteiligen, die für die Erlangung des öffentlich-rechtlichen Körperschaftsstatus erforderlichen materiellen Verleihungsvoraussetzungen erfüllen und damit insbesondere die staatlich geprüfte Gewähr jederzeitiger Verfassungstreue besitzen. Die Durchführung von Religionsunterricht, der inhaltlich in der Verantwortung der Religionsgemeinschaften steht, aber vom Staat veranstaltet wird und sich daher in die schulische Gesamtkonzeption einzufügen und die Erziehungsziele für das staatliche Schulwesen zu beachten hat, ist, so meine ich, in besonderer Weise geeignet, schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass und wie man zugleich glaubenstreu und guter Staatsbürger in einem säkularen Verfassungsstaat sein kann, dessen Gesellschaft religiös plural ist. Auch hinsichtlich des Körperschaftsstatus, den bekanntlich zahlreiche Religionsgemeinschaften erstreben, gilt wie für die Religionsfreiheit, dass Andersgläubigen keine schlechter Behandlung, aber auch keine Vorzugsbehandlung, sondern Gleichbehandlung zuteil werden soll. Die noch immer weit verbreitete Ansicht, dass die muslimischen Gemeinschaften auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein werden, die damit verbundenen organisatorischen Anforderungen zu erfüllen, teile ich nicht. Wer den Körperschaftsstatus erlangen will, muss allerdings auch körperschaftlich verfasst sein. Auch hier gilt aber wiederum, erforderlich ist nur der Organisationsgrad einer, wie es in der Rechtsprechung heißt, religiösen Verwaltungsgemeinschaft. Die Religionsgemeinschaft muss also über Organe verfügen, welche die Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen durchführen können, als Ansprechpartner fungieren und in Glaubensfragen verbindlich Auskunft geben können.
Vieles spricht nach meiner Einschätzung dafür, dass sich weitere Religionsgemeinschaften, zumal muslimische, herausbilden werden oder vielleicht sogar schon herausgebildet haben, die die formalen organisatorischen Voraussetzungen des Körperschaftsstatus erfüllen, auch wenn dadurch noch lange keine Gesamtrepräsentation der Muslime in Deutschland entsteht, die es aber ja bekanntlich auch für die Christen nicht gibt. Der säkulare, der religionsneutrale Staat darf dabei den noch nicht abgeschlossenen Prozess der Selbstfindung und Selbstorganisation der Gläubigen nicht zu steuern versuchen, ihrer notwendigen Selbstfindung und Selbstorganisation nicht vorgreifen oder ihr nachhelfen. Meine Damen und Herren, die eine oder andere Religionsgemeinschaft, die den Körperschaftsstatus für sich erstrebt, wird auch die dafür erforderliche Vereinbarkeit ihrer Staats- und Gesellschaftsauffassung mit dem Grundgesetz und ihre Bereitschaft, die säkulare Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland vorbehaltlos anzuerkennen und zu befolgen, in Abgrenzung von in der Tat auch existenten verfassungsfeindlichen Gruppierungen glaubhaft darlegen können, sodass ihre Ausstattung mit den Rechten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts von Verfassungswegen nicht nur nichts entgegensteht, sondern diese von ihr beansprucht werden kann. Unterscheidet dagegen eine Religionsgesellschaft das Weltliche schlechterdings nicht vom Religiösen, leugnet sie etwa die Gültigkeit einer eigenständigen säkularen Staats- und Gesellschaftsordnung neben dem Eigenrecht der Religion, dann scheidet die Zuerkennung des Körperschaftsstatus definitiv aus, weil anderenfalls die staatskirchenrechtliche Fundamentaltrennung von Staat und Religion unterlaufen würde. Auch die Verbreitung solcher religiöser Überzeugungen ist grundrechtlich geschützt, aber als Kooperationspartner des Staates, dessen Religionsverfassungsrecht eben durchaus wehrhaft ist, kommt eine solche Ansichten propagierende Religionsgemeinschaft offensichtlich nicht in Betracht. Meine Damen und Herren, es soll hier auch kein zu harmonisches Bild gezeichnet werden. Da die Religionsfreiheit nicht nur die innere Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben umfasst, sondern auch die äußere Freiheit, den Glauben zu manifestieren, zu bekennen und zu verbreiten und dazu das Recht des Einzelnen gehört, sein gesamtes Leben an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln, kann religiöse Pluralität in der Tat auch soziale Konflikte auslösen. Soziale Konflikte, die der Staat mit seinem Recht zu befrieden und zu schlichten hat. Das kann die Einschränkung von Religionsfreiheit notwendig machen und zugleich rechtfertigen. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, dass in Zukunft davon häufiger als bisher Gebrauch gemacht werden muss, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Allerdings unterliegt das ohne Gesetzesvorbehalt garantierte Grundrecht der Religionsfreiheit nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur verfassungsimmanenten Schranken. In der Anerkennung solcher Schranken ist das Verfassungsgericht aber bisher durchaus großzügig verfahren und hat eine Einschränkung jedenfalls dann für grundsätzlich erlaubt gehalten, wenn aus dem glaubensgeleiteten Verhalten, ich zitiere, fühlbare Beeinträchtigungen für das Gemeinwesen oder die Grundrechte anderer erwachsen. Ich meine, das verdient Zustimmung. Im Parlamentarischen Rat war man sich darüber einig, dass mit der Religionsfreiheit kein Schindluder oder, wie es der Rheinländer Adolf Süsterhen etwas burschikos formulierte, kein Firlefanz betrieben werden dürfe. In die Religionsfreiheit sollte nach dem Willen der Väter und Mütter des Grundgesetzes so wenig wie möglich, aber doch immerhin so viel wie zur Erhaltung des Gemeinwesens, das heißt aus religionsneutralen, übergeordneten Gemeinwohlgründen notwendig, eingegriffen werden können. Und der Zusammenhalt der Gesellschaft ist nach meiner Überzeugung ein solcher Belang von Verfassungsrang. Eine Gesellschaft darf in den Grenzen des unabstimmbaren Wesens oder Menschenwürdegehalts der Grundrechte, auch der Religionsfreiheit, demokratisch darüber entscheiden, wie sie zusammenleben will und Störungen des so definierten Zusammenlebens auch dann abwehren, wenn diese Störung aus der Ausübung von Religionsfreiheit hervorgeht. Sind Religionen nun eine Bedrohung oder eine Stärke der Demokratie?
Der Jurist ist geneigt, auf die gestellte Frage so zu antworten, wie er meistens zu antworten pflegt. Es kommt darauf an. Ja, meine Damen und Herren, es gibt Glaubensüberzeugungen, die Gemeinsinn und Engagement für das gemeine Wohl generieren und freisetzen. Aber religiöse Gewissheiten können auch desintegrierend wirken. Ja, sie können elitäres Sonderbewusstsein produzieren, das auf andere verächtlich herabschaut. Ja, sie können ihres unbedingten Wahrheitsanspruchs wegen im Einzelfall auch Fanatismus und Bürgerkrieg auslösen und damit die pluralistische Demokratie fundamental in Frage stellen. Wenn man sich die Dinge also nicht vereinfachen, schönreden will, muss man differenzieren. Von Religion zu Religion, von Denomination zu Denomination. Denn Religion und Glaube begegnen uns eben außerordentlich vielgestaltig und ebenso groß ist die Bandbreite ihrer rechtskulturellen Wirkungen, von gemeinwohlförderlich bis destruktiv. Das Phänomen des religiösen Fundamentalismus und Fanatismus lässt sich nicht bestreiten. Und der Staat des Grundgesetzes darf keiner Weltanschauung und keiner Glaubensüberzeugung die Entfaltung eines ihr möglicherweise eigenen zerstörerischen Potenzials erlauben, sondern muss einer von ihr ausgehenden Bedrohung entschlossen entgegenwirken. Lassen Sie mich eine letzte Frage anschneiden. Beeinflusst die religiöse Vielfalt unser Werteverständnis? Meine Antwort lautet ja, selbstverständlich. Grundlegende Veränderungen in der Zusammensetzung einer Gesellschaft in religiöser Hinsicht sind nicht nur rechtssoziologisch von Interesse, sondern natürlich auch gesellschaftspolitisch von Relevanz. Sie führen geradezu unvermeidlich zur Veränderung im Werthaushalt dieser Gesellschaft. Bestimmte religiös geprägte Werthaltungen nehmen ab, andere nehmen zu. Dies muss mittel- bis langfristig dann notwendig auch allgemeinpolitisch durchschlagen. Legitimation entsteht in Demokratien durch Mehrheitsentscheidungen, deren unvermeidliche Parteilichkeit sich auch auf Religionsangelegenheiten und Weltanschauungsfragen beziehen kann und darf. Wähler und Gewählte haben religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, die in ihre Wahlentscheidung und in die Staatswillensbildung einfließen und damit auch der Rechtsordnung zugrunde liegen. Daher unweigerlich bestimmten religiösen Inhalten oder Weltanschauungen näher stehen als anderen. Mit tektonischen Verschiebungen in den dominanten religiösen Prägungen gehen daher zwangsläufig auch politische Veränderungen einher, die dann auch das aus dem demokratischen politischen Willensbildungsprozess hervorgehende Recht erfassen. Selbst verfassungsrechtliche Wertentscheidungen bleiben davon nicht unberührt, sieht man einmal von den unabänderlich gestellten Verfassungsgrundentscheidungen ab. Man darf sich, meine Damen und Herren, also auch nichts vormachen. Die neue religiöse Vielfalt und die Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen den verschiedenen Religionen wird politische Wirksamkeit entfalten. Die bisher maßgebliche christliche Prägung unseres Landes ist für die Zukunft keineswegs gesichert. Sie sieht sich vielmehr, mehr noch als durch den aufgrund Zuwanderung erstarkenden Islam, durch eine immer stärker um sich greifende religiöse Teilnahmslosigkeit und auch einen wachsenden, sich zunehmend aggressiv gebärdenden Atheismus herausgefordert. Christen, meine Damen und Herren, die wollen, dass Deutschland christlich geprägt bleibt, müssen daher aktiv werden. Im Bekenntnis zu und in der Werbung für ihren christlichen Glauben und zugleich als demokratisch engagierte Staatsbürger. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Professor Hilgruber, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für einen sehr guten, juristisch aber sehr guten Vortrag, den Sie uns präsentiert haben. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier bei uns in der CDU-CSU-Fraktion. Ich sehe sogar einige Gäste zum zweiten Mal, wenn ich die Kolping-Familie begrüßen darf, diese Woche zum zweiten Mal hier in unseren Reihen. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Ich möchte auch sofort einsteigen und die Gäste hier auf dem Podium begrüßen. Prälat Dr. Karl Jüsten,
Links von mir ist der Leiter des katholischen Büros in Berlin und vertritt damit die katholischen Bischöfe hier in Berlin und in Brüssel gegenüber der Politik. Er ist katholischer Priester, hat über Ethik und Ethos in der Demokratie promoviert, für unsere Diskussion sehr wertvoll heute und sitzt in zahlreichen Gremien. 2005 von Bundespräsident Horst Köhler mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet. Das wissen wir natürlich alles. Herzlich willkommen. Lieber Herr Bodmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland. Auch ich freue mich, dass Sie gerade an so einem besonderen, historisch besonderen Tag zu uns gefunden haben. Sie waren von 2005 bis 2011 stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde von Rheinland-Pfalz, sind als Rechtsanwalt tätig und engagieren sich in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit sowie in der deutsch-israelischen Gesellschaft. Professor Dr. Hilgruber, Sie wurden eben schon vorgestellt, deswegen überspringe ich Sie. Wir müssen ja ein bisschen die Zeit auch einholen. Ahmed Mansour, links von mir, muss ich eigentlich schon fast nicht vorstellen, so oft wie Sie im Fernsehen sind. Sie sind Muslim, Psychologe und arbeiten gerade bei den Themen, die besonders wehtun. Sie arbeiten mit jungen Muslimen gegen Extremismus, Erkultur und Antisemitismus, unter anderem bei Hayat. Sie sind mehrfach dazu ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Moses Mendelssohn-Preis, und sind Autor des Buches Generation Allah, warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen. Auch herzlich willkommen an Sie. Professor Marc Schies ist Professor für ältere Kirchengeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2006 bis 2010 waren Sie Präsident der Humboldt-Universität, der jüngste Unipräsident Deutschlands damals übrigens. Sie sind Experte für das frühe Christentum und damit auch für die gegenseitige Befruchtung und Beeinflussung verschiedener Kulturen. Herzlich willkommen. Düzan Tekkal, freie Journalistin, besonders in Kriegsgebieten wie Syrien und dem Irak. Ihre Beiträge erschienen in zahlreichen großen Medien. Besondere Aufmerksamkeit hast du, liebe Düzan, mit deinem letzten, ja, sehr erschütternden Film Hawar erzeugt, Meine Reise in den Genozid, wo du auch selbst Jesidin über die Verbrechen an der jesidischen Gemeinschaft durch den IS informierst. Ganz, ganz herzlich willkommen an dich. Schön, dass du da bist. Ja, last but not least, Professor Dr. Bekim Agay ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Studien der Kultur und Religion des Islam und Professor für Kultur und Gesellschaft des Islam in Geschichte und Gegenwart, ein langer Titel, an der Universität in Frankfurt. Sie haben selbst Islamwissenschaften, Geschichte und Psychologie studiert und über den Prediger Gülen promoviert, auch ein ganz interessantes Thema. Ihre Forschungsschwerpunkte sind islamische Beziehungsgeschichte, Kultur und Ideen, Geschichte sowie Herausforderungen, die aus der Beheimatung des Islam in Deutschland für Muslime und Nichtmuslime resultieren. Sehr spannend. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Ja, wir haben uns eben schon ein bisschen mit Herrn Mansour ausgetauscht. Der Schock sitzt uns noch etwas in den Knochen, das Ergebnis von heute Morgen. Und wir können sagen, es passt ja auch, ja, leider passt es auch ein wenig in die Thematik. Wir sehen weltweit, dass die Marie Le Pens, die Farages, die Trumps, die Putins auf dem Vormarsch sind, dass wir merken, dass es immer stärker zu einer Polarisierung auch der politischen Debatten führt. Und eines dieser Themen ist natürlich auch die religiöse Vielfalt in unseren Gesellschaften. Und statt einer Pluralisierung gibt es eben eine Polarisierung in der politischen Debatte. Wir wollen aber heute darüber sprechen, ob und wie religiöse Vielfalt eben auch eine Bereicherung, obwohl sie eine Herausforderung ist, auch eine Bereicherung sein kann. Und möchte gerne auch mit der ersten Frage an Sie, Herr Prälat Jüsten, anfangen. Welche Antwort geben Religionsgemeinschaften Ihrer Meinung nach? Sie haben eben am Ende des Vortrags sehr zustimmend genickt. Welche Antwort gibt katholische Kirche eben auf diese Polarisierung, auf einen hetzenden Populismus? Und wie sollten wir in Deutschland reagieren, damit unsere Gesellschaft nicht zerrissen wird? Ja, erstmal guten Tag. Zunächst einmal, Sie haben mein zustimmendes Nicken schon zur Kenntnis genommen, deshalb brauche ich dazu auch gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich doch durchaus finde, dass wir für diese Rechtsordnung, die wir haben, gemeinschaftlich eintreten sollten.
Denn diese Rechtsordnung garantiert uns genau diese Freiheiten und garantiert auch diesen Pluralismus. Und wir müssen dafür werben, dass das so auch bleibt. Die Union, glaube ich, müssen wir da nicht so besonders bekehren, aber da müssen wir mit anderen Parteien natürlich auch immer noch darüber sprechen oder auch mit Menschen außerhalb der Parlamente, die das radikal in Frage stellen. Es gibt da keine großen Mehrheiten für, aber es gibt kleine engagierte Minderheiten, die dieses austarierte Religionsverfassungsrecht, was wir in Deutschland haben, immer wieder auch in Frage stellen. Das ist sozusagen der juristische Rahmen. Den würde ich dann jetzt aber auch gerne verlassen, weil der ist so wirklich so umfassend gut dargestellt, dass ich da gar nichts erheblich Besseres zu beitragen könnte. Die Frage, auf die Sie ja auch abzielen, geht in die Richtung, wie die Gesellschaft selber in ihrem Inneren verfasst ist, dass sie diese Unterschiedlichkeiten aushält. Eine wichtige Antwort auf diese Frage ist für mich immer, Menschen, die sich ihres eigenen Glaubens sicher sind, müssen keine Angst vor dem Glauben des anderen haben. Das ist also eine Frage, die sich an die in Deutschland schon lange beheimateten Religionsgemeinschaften, also insbesondere an die evangelische und katholische Kirche in Deutschland, richtet, zu sagen, also wenn wir glaubensstark sind, wenn wir uns unseres eigenen Glaubens sicher sind, dann müssen wir überhaupt gar nicht beunruhigt sein, wenn Menschen anderes Glaubens in ihrem Glauben festhalten und diesen ihren Glauben genauso leben wollen. Und ich glaube auch, dass wir dann, wenn wir als Christen diese Kraft dann auch aufbringen, dass wir dann nach wie vor auch eine kulturprägende Kraft sind, eine milieuprägende Kraft sind, dass wir auch die Ideale, die wir für eine Gesellschaft haben, durchaus auch sehr durchsetzen können. Ich nenne sie mal einfach nur mit den Stichworten Gemeinwohl, Solidarität, Gerechtigkeit, Subsidiarität und Freiheit, innerer Frieden, um vielleicht die wichtigsten Punkte zu nennen. Jetzt ist natürlich dann die Frage auch aufgeworfen, wie gehen wir denn jetzt um, wenn Menschen mit einem Glauben zu uns kommen oder sich hier beheimaten, die in ihren Äußerungen des Glaubens anders sind, fremd sind uns gegenüber? Da gilt zuerst mal das, was der Junge am Anfang gesagt hat. Zunächst einmal muss ich da Toleranz aufbringen. Die Toleranz habe ich, wenn ich genügend Ich-Stärke habe. Aber ich kann natürlich auch von dem anderen erwarten, dass er sich so verhält, dass es in der Kultur der Menschen insgesamt in diesem Land nicht so ist, dass es provokativ ist. Also ich muss auch von kleinen radikalen Religionsgemeinschaften, seien sie nun christlich oder nicht christlich, erwarten, dass sie sich gemeinschaftlich hier in unsere Kultur dann auch dann einfinden. Ich glaube auch, dass wir natürlich einiges aushalten müssen, auch wenn es uns fremd ist. Natürlich wäre mir ein Mujazim, der direkt vor meinem Wohnzimmer wäre, fremd. Und natürlich bin ich gewohnt, wenn Glocken läuten, was ich in Berlin leider viel zu selten höre. Natürlich wäre ich froh, wenn ich sonntags mehr Leute aus dem Sonntagsgottesdienst herauskommen sehen würde, als das jetzt ist. Vor allen Dingen jüngere Menschen, also hier diese Generation, die hier sitzt, die sehe ich ja noch. Aber ihre Enkelkinder und Kinder, die würde ich gerne etwas mehr sehen. Und dann glaube ich, könnten wir da auch auch prägender sein. Und dann kann ich doch nicht den Religionsgemeinschaften, die jungen Leute ansprechen, das zum Vorwurf machen. Sondern da muss ich mich doch in die eigene Nase packen. Also wenn Sie danach fragen, wie wir in unserem Land den Pluralismus aushalten, dann glaube ich, gehört dazu, dass man sehr gut zu dem stehen kann, an das man selber glaubt und festhält. Und dass man dann auch fröhlich seinen eigenen Glauben lebt und praktiziert und vor allen Dingen diese Gesellschaft dann auch mitgestaltet. Vielen Dank. Herr Professor Agay, ich möchte noch mal ganz rechts außen fragen, also nicht politisch, aber ich würde Sie gerne fragen, weil Sie auf der Skala sozusagen oder die Muslime auf der Skala der Polarisierung auf der anderen Seite stehen. Sie haben Studierende muslimischen Glaubens, die Sie zu Religionslehrern, vielleicht später zu Imamen ausbilden. Was ist Ihre Antwort darauf? Was sagen Sie Ihren Studierenden? Wie können wir diese religiöse Vielfalt sozusagen in einen gesellschaftlichen Common Sense übersetzen aus muslimischer Perspektive? Ich glaube, dass wir in Deutschland die Herausforderung haben, den Muslimen erstmal ihre eigene Pluralität wieder zu vermitteln. Wir haben in Deutschland die Situation, dass
viele der Gemeinschaften sich gebildet haben, um sozusagen eine Auslegung des Islams, jeweils verschiedene, und die, die unter sich gepflegt haben und als die Wahrheit ihren und die einzige Auslegung ihren Leuten darzubringen. Das war sozusagen so eine Art Traditionspflege. Und die Herausforderung, wenn wir jetzt auf öffentliche Podien gehen, wenn wir Studierende unterschiedlicher innerislamischer Glaubensrichtungen haben, ist es, eine Kultur zu finden, mit der erstmal die Muslime sich untereinander in ihrer Vielfalt respektieren und anerkennen, dass es scheinbar zu theologischen Fragen verschiedene Antworten gibt und man selbst eine für die plausiblere hält, und das auszuhalten. Und diese Zumutung, wie ich es nenne, also öffentliche Teilhabe, ist auch Zumutung. Ich muss mich mit anderen diskursiv, zivilisiert auseinandersetzen und meine Wahrheit zur Verhandlung stellen. Und wenn es uns gelingt, das innermuslimisch auch darzulegen und historisch zu begründen, warum das eigentlich auch unter Muslimen vorhanden war und dass vielleicht die Moderne, die Muslime, hat einiges vergessen lassen, dann ist das ein wichtiger Schritt dahin, auch innerislamisch dafür zu argumentieren, dass eben die Teilhabe am großen Ganzen und partikulare eigene Überzeugungen nicht im Widerspruch stehen, sondern in einer pluralen Gesellschaft eigentlich die Voraussetzung dafür sind, dass der Einzelne seine Sicht der Wahrheit leben kann. Und das geht eben in einer solchen Gesellschaft nur, wenn er damit leben lernt, dass es auch andere Wahrheiten gibt. Und also das würde ich sagen, das ist innermuslimische politische Bildung vielleicht oder Demokratieerziehung. Und das funktioniert nicht, indem ich sozusagen zuerst mit dem Grundgesetz komme, sondern sie erst mal darüber nachdenken lasse, warum in einer Klasse Kinder oder jetzt in einem Hörsaal Jugendliche verschiedener islamischer Richtungen, die in Deutschland zusammenkommen, sind und wie das eigentlich sein kann, wenn es für jeden nur einen Wahrheitsanspruch gibt und der dann wohl für alle die überzeugendste Version sein müsste. Und ich denke, also die säkulare Einwanderungsgesellschaft, anders als viele Herkunftsgesellschaften, die bestimmte Glaubensrichtungen verbieten, verfolgen und andere sozusagen curricular verankern, und dann wird halt nur eine Sache gesagt, der Islam ist ganz einfach, das ist alles nur so, wie wir sagen, und alle anderen sind eigentlich keine Muslime. Das können sozusagen, die Muslime werden hier in Deutschland mit ihrer eigenen Vielfältigkeit konfrontiert und müssen die sozusagen untereinander verhandeln und dann mit der Gesellschaft. Und ich denke, wenn man das aktivieren kann, so ein reflexives Potenzial, dann wäre das eine große Leistung, wo auch vielleicht von Deutschland aus im Kleinen etwas initiiert werden könnte, was in anderen Ländern, wo gerade konfessionelle Kämpfe toben, wo mal die Schiiten verfolgt werden, mal die Ahmadiyya verfolgt wird, mal dies, mal das, durchaus was lernen könnten. Über die strukturelle Entwicklung beziehungsweise wie das aussehen kann, können wir ja noch in der nächsten Frage darauf eingehen. Ich würde jetzt gerne auch noch mal von Ihnen, Herr Botmann, wissen, aus Perspektive der jüdischen Gemeinde, wie sehen Sie auch die zunehmende religiöse Pluralisierung in Deutschland? Also wie nehmen Ihre Gemeindemitglieder diese zunehmende Pluralisierung wahr? Und vielleicht auch anschließend auch ein Stück die Frage, Sie wissen, wir debattieren innerhalb der Union über die sogenannte Leitkultur oder führen eine Wertedebatte. Welche Punkte würden Sie uns da in so einem Papier in die Feder diktieren? Ja, herzlichen Dank. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist ja selber eine Gemeinschaft, die in den letzten 25 Jahren ja erheblich angewachsen ist. Das
Judentum in Deutschland ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja so gut wie nicht mehr existent gewesen, hatte dann 1990 circa 25.000 noch Mitglieder gehabt. Und dann kam die Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion und ist auf heute erfreuliche 100.000 circa angewachsen. Warum erzähle ich das? Sie können sich vorstellen, wenn eine Religionsgemeinschaft, wenn eine religiöse Community sich sich vervierfacht, also quasi eine Minderheit innerhalb der Community eine Mehrheit quasi aufnehmen soll und muss, stellt es natürlich die Community vor verschiedene Herausforderungen, stellt die Community vor verschiedenen Fragen. Wie kann man das überhaupt bewerkstelligen, ein derartiges Wachstum so zu gestalten, dass die Religionsgemeinschaft insgesamt nicht auseinanderbricht oder sich zerstreitet und ähnliches mehr. Ich würde so weit mich aus dem Fenster lehnen, dass ich sagen würde, die jüdische Zuwanderung nach Deutschland war meines Erachtens die erfolgreichste und erfolgreichste dahingehend im Hinblick auf die Integration der Menschen. Und schauen wir uns doch mal an, was ist denn eigentlich in der Zeit passiert, was ist gewesen, wie ist man diese Dinge angegangen und was können wir gegebenenfalls auch für die aktuelle Debatte, die wir führen, über die Flüchtlingskrise, über die Wertegemeinschaft etc., können wir uns auch mal anschauen, wie ist es denn da vonstatten gegangen, wie ist man mit dieser Thematik umgegangen. Die jüdischen Zuwanderer, die nach Deutschland gekommen sind, sind in ein soziales Netz gekommen, in die jüdischen Gemeinden, die die Herausforderung hatten, diese Personen in zweierlei Hinsicht zu integrieren. Zum einen natürlich ins religiöse Leben. Die Leute sind aus dem Kommunismus gekommen, hatten also quasi keine religiöse Identität. Aber vor allen Dingen das Zweite, ins gesellschaftliche Leben, sprich die Sprache lernen, das politische System kennenlernen etc. Und jede jüdische Gemeinde, jeder jüdische Landesverband, inklusive auch dem Zentralrat als der Bundesvertretung, haben bundesweit Integrationsseminare angeboten, haben bundesweit Deutschunterricht, Deutschkurse angeboten etc. Integrationsseminare, wo den Leuten erklärt worden ist, was ist denn der Unterschied zwischen einer Fraktion und einer Partei, wie wird denn eigentlich der Bundespräsident gewählt, wie setzt sich denn eine Bundesversammlung zusammen. Fragen, würde ich behaupten, dass auch nicht jeder Deutsche auf der Straße die auch so direkt aus dem Lameng beantworten könnte. Und das waren Dinge, die die Community geleistet hat. Das heißt, der Erfolg dieser Zuwanderung ist sozusagen nicht, weil es bessere Menschen sind oder weil, aus welchen Gründen auch immer, sondern weil es eine Community gegeben hat, die sich um diese Leute auch gekümmert hat. Und das ist der Punkt, wo ich ansetzen möchte, wenn man eine Religionsgemeinschaft hat, die sich zu diesem Staat bekennt, die den Grundwerten, die wir alle gemeinsam vertreten, sich verpflichtet fühlt, dann ist die Integration viel einfacher, als wenn der Staat von sich aus den Menschen die Integration aufoktroyiert, also sie das quasi empfinden als ein Entgegen, als irgendwas, was mir aufgedrückt werden soll, wird es viel besser angenommen, wenn es aus der eigenen religiösen Community kommt. Und ich denke, da sollten wir auch hinkommen, vor allen Dingen auch bei den Geflüchteten, die in der letzten Zeit nach Deutschland gekommen sind. Vielen Dank. Ja, so viel Zeit muss sein. Professor Marc Schieß, Sie haben die Schrift verfasst, Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in evangelischer Perspektive. Ich würde auch gerne von Ihnen erfahren, wie gestalten sich die interreligiösen Beziehungen aus Ihrer Perspektive in einer immer komplexeren religiösen Landschaft. Wir haben eben von Herrn Bothmann gehört, das kann ja auch etwas Positives sein. Wir haben im Rahmen der Flüchtlinge gesehen, dass da auch sehr viel positive Energie und Engagement hervorgebracht worden ist, dass viele Menschen sich engagiert haben. Wie würden Sie sozusagen die Rolle auch der evangelischen Kirche dort bewerten? Und wie geht man sozusagen mit den neuen kleineren Gruppen um?
Erstmal muss man sagen, wir haben ja angefangen, jetzt das Reformationsjubiläum zu feiern. Die christlichen Kirchen haben mit dem Thema lange Erfahrung sammeln können. Also die erste wichtige Geschichte ist, das braucht Zeit. Man muss sich pluralismusfähig zu werden. Prälat Jüsten hat das wunderbar beschrieben, ist eine bewusste Entscheidung, für die es auch eine gewisse Zeit braucht. Das zweite ist, das hängt mit Bildung zusammen. Denn natürlich bedeutet Pluralisierung, mehr Religionsgemeinschaften, bedeutet, man muss sich informieren. Man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Vor 500 Jahren ist die Welt noch relativ übersichtlich gewesen. Da gab es dann die Türken und hinter diesem Begriff versteckte sich alles Mögliche und ganz gewiss auch nicht türkischer Islam. Also Bildung ist schlechterdings zentral und bedeutet, um pluralismusfähig zu werden, muss man die sehr unterschiedlichen, also ein Religionsdialog, den Christen mit dem Judentum führen, ist kein Unterfall des allgemeinen Religionsdialogs, sondern ist ein sehr spezifischer aufgrund der gemeinsamen Geschichte. Und insofern plädiere ich immer dafür, nicht einen großen Korb aufzumachen und da alle Religionen irgendwie als Unterfälle eines großen Themas zu verhandeln, sondern sich klarzumachen, das ist alles sehr unterschiedlich und eine Grundvoraussetzung ist Bildung und das muss man sich, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation klar machen. Stichwort postfaktisches Zeitalter, Bildung gleich dreimal sagen. Bildung, Bildung, Bildung ist schlechterdings zentral. Und dann kommt, glaube ich, als dritte Erfahrung dazu, das würde ich auch noch mal als Dank an unser Eröffnungsreferat sagen, der Wert klarer juristischer Zusammenhänge. Wir können, glaube ich, gar nicht genügend dankbar dafür sein, wenn man sich im 16. Jahrhundert anguckt, wie sich das geordnete Verhältnis der Religionen entwickelt in den gemischt konfessionellen Reichsstädten, Augsburg oder so, in dem Juristen gemeinsam mit Religionsexperten das ordnen. Und wenn ich sehe jetzt so Forderungen wie, wir müssen unser Religionsrecht nachjustieren und nachordnen, dann denke ich immer, hoffentlich mit derselben Sorgfalt, mit der das System hier entwickelt worden ist. Das ist nichts, wo man mal kurz eingreifen und dran rumbasteln kann. Insofern würde ich formulieren, das knüpft ein bisschen an das, was Sie vorhin gesagt haben. Wir haben die reiche Erfahrung, die wir in diesem Land haben, also mit guten Beispielen und schlechten Beispielen, mit, um es mal sehr pointiert zu sagen, 30-jährigem Krieg und dem Verhältnis der gemischt konfessionellen Reichsstädte, dieser außerordentlich bemerkenswerten Verfassungsentwicklung. Und haben aber auch eine ganze Menge Hausaufgaben, nämlich sicherzustellen, wie in dieser jetzt sehr plural gewordenen Welt wir das notwendige Wissen, um überhaupt pluralismusfähig zu werden. Sie merken, hier spricht jemand von einer Universität, der nach wie vor der Auffassung ist, mit Wissen lässt sich die Welt besser verstehen. Wenn Sie Ihre Kaffeemaschine zu bedienen wissen, ist anzunehmen, dass am Schluss Kaffee rauskommt. Sonst kommt kein Kaffee raus, sondern nur irgendwas anderes. Also wie stellen wir in unserer Gesellschaft sicher, dass das notwendige Wissen, um sich dieser Pluralität angemessen zu verhalten und eben auch um Grenzen ziehen zu können und sagen zu können, das geht nicht, sichergestellt ist. Und dieselbe Frage stellt sich ja auch bei Rechtszusammenhängen. Also wie können wir sicherstellen, dass bestimmte Diskussionen in der Gesellschaft geführt werden, aber nicht jeder anonym in einem Blog irgendwelche Beschimpfungen vortragen kann. Also Wissen ist nötig, um die klaren Grenzen der Rechtsordnung zu führen. Und die evangelische Kirche versteht die Geschichte, die sie selber hat in den letzten 500 Jahren, als ein Angebot an die Gesellschaft, um diese Pluralismusfähigkeit zu trainieren. So kann man das vielleicht zusammenfassend sagen. Wir stellen unsere guten und schlechten Erfahrungen in so einem Jubiläumsjahr, in dem wir zurückgucken, selbstkritisch zur Verfügung und sagen, da haben wir manche Sachen gut gelernt und man kann in Auseinandersetzung mit so einer Geschichte sehen,
sehen, wie man einen religionsfreundlichen Staat so organisieren kann, dass der Pluralismus, hier steht, so schön Bereicherung ist und die herausfordernden Elemente im Sinne einer spannenden Herausforderung wirken. Vielen Dank. Herr Mansour, Sie, also das Stichwort Pluralismusfähigkeit, Sie arbeiten gerade mit jungen Menschen zusammen, denen das wahrscheinlich am meisten fehlt. Um es mal so auszudrücken, mit den jungen Männern, die noch an festhängen in Erkultur, die sie in ihren Familienkontexten gelernt haben, die eine bestimmte Auffassung der Religion haben, die an archaischen Vorstellungen festhängen, in Anführungsstrichen. Wie kann das eigentlich sein, dass wir in einer so gut ausgebildeten Gesellschaft, wie Deutschland nun mal ist, mit einem sehr guten Bildungssystem, für die uns viele andere Länder beneiden, immer noch es junge Menschen gibt in diesem Land, die in diesen Strukturen leben und so weit gehen, sogar für eine bestimmte Auffassung der Religion in den Krieg zu ziehen? Also ich werde das natürlich auch ein bisschen trennen, obwohl ganz viele Parallelitäten gibt zwischen jetzt, sagen wir mal, Ungleichberechtigung, bestimmte Männlichkeitskonzepte und Weiblichkeitskonzepten und religiöser Extremismus. Aber es gibt natürlich auch Parallelitäten, die da entstehen. Wenn Sie über die Schulsysteme reden, dann merke ich eigentlich, dass wir einen Nachholbedarf haben. Wenn wir über eine vielfältige Gesellschaft reden, dann kann die Schule nicht diese Vielfalt einfach nicht berücksichtigen. Und die Schule von heute berücksichtigt das auch nicht, leider, wenn ich das verallgemein sagen darf. Die Jugendlichen, die vielleicht dritte, vierte Generation in diesem Land sind und zu Schulen gehen, werden in den Schulen nicht angesprochen für Themen, die sie interessieren. Ich kann nur Beispiele geben, zum Beispiel aktuelle politische Themen, die diese Jugendlichen sehr, sehr interessieren. Ich kann sagen Antisemitismus. Also es ist eine riesen Chance und ich bin sehr dankbar, in einem Land zu leben, die Antisemitismus auch als Schwerpunkt auch in den Schulen bearbeitet und das muss auch so weiter so. Aber jemand, der seine antisemitische Einstellungen mit Nahostkonflikt, vielleicht mit Verschwörungstheorien, vielleicht auch religiöse argumentierter Antisemitismus, wird in solchen Schulen nicht angesprochen und das ist natürlich fatal. Genauso wie biografische Arbeit mit den Jugendlichen, dass man ihnen ein Wir-Gefühl vermittelt, dass sie Teil dieser Gesellschaft, unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit. Sie haben über Wissen geredet und die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine ist eigentlich ein Produkt von Aufklärung. Und wenn Gesellschaften und wenn Menschen diese Aufklärung nicht durchgemacht haben, nicht durchmachen wollen, wenn sie nicht bereit wären, ihre religiösen Texte in einen kritischen, lokalen Kontext zu verstehen und zu interpretieren, dann entsteht keine Aufklärung und dann werden wir wahrscheinlich in 100 Jahren auch keine Kaffeemaschine schaffen können. Und das wäre natürlich fatal. Deshalb brauchen wir Schulen, die in der Lage sind, auch Aufklärung und kritisches Denken zu fordern. Die Schule von heute ist extrem wichtig für die Herausforderungen, die mit Vielfalt zu tun haben, die Herausforderungen, die mit Thema religiöser Extremismus zu tun haben. Da können wir die Jugendlichen erreichen, da können wir was bewegen und da sehe ich einen riesen Nachholbedarf. Und wenn ich etwas sagen darf, was wahrscheinlich viele Teilnehmer hier nicht so glücklich macht, dann bin ich der Meinung, in 2016 in eine vielfältige Gesellschaft ist ein Religion, bekenntnisorientierter Religionunterricht wichtig, aber wir dürfen die Kinder nicht trennen. Wir können nicht die Kinder nach ihren religiösen Zugehörigkeit mehr trennen. Wir können nicht sagen, die Muslime, Schiiten gehen in Klasse A, die Sunniten in Klasse B, die Juden in Klasse C, die Katholiken in Klasse D. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, es wird uns gut tun, angesichts der Nachrichten von heute Morgen, wenn alle diese Kinder von den anderen auch erfahren, von Christen in Dresden, von dem Islam erfahren, wenn Kinder in Neukölln auch von Judentum und auch von Christentum auch was erfahren. Ganz herzlichen Dank.
Liebe Frau Tecker, Sie sind Angehörige, ich glaube sogar auf dem Podium, wahrscheinlich der kleinsten religiösen Minderheit auch hier in Deutschland, Angehörige der Jesiden. Sie haben dieses Thema in Deutschland, ich glaube, als die Persönlichkeit auf die Agenda gebracht. Ich würde gerne aus Ihrer Perspektive wissen, wie ist eigentlich die jesidische Community in Deutschland organisiert? Wie strukturiert sind Sie und welches Sprachrohr haben Sie eigentlich, um Ihre Interessen bislang in Deutschland zu vertreten? Also was die Strukturierung angeht, haben wir Jesiden auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Das ist aber sozusagen nicht nur selbstverschuldet, sondern im Grunde genommen ist es so, dass wir Jesiden eigentlich erst mit der Diaspora vor knapp 50 Jahren, das kann man genau daran festmachen, an der Gastarbeiteranwerbung, das erste Mal Fragen stellen durften nach Frieden, nach Sicherheit, nach Selbstbestimmung. Denn bis dahin durchlaufen die Jesiden seit 8 Jahrhunderten Unterdrückung, weil sie Jesiden sind, von Islamisten, die entstanden sind durch Feindbilder. Und die Jesiden sind in ihren Ursprungsländern massiven Repressalien ausgesetzt. Und das ist der Grund. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man jetzt sozusagen strukturell da auch Bedingungen herstellt, dass wir gehört werden. Traurigerweise sind wir quasi erst gehört worden, als es fast zu spät war, nämlich über den IS-Terror 2014. Bis dahin gab es ganz viele Menschen, die gar nicht wussten, wer wir sind, wo wir herkommen. Und dass es uns überhaupt gibt. Und das hatte eben den Grund, dass man sich verleugnen musste in den Ursprungsländern. Und was mich nachdenklich stimmt, ist, dass sozusagen das immer noch stattfindet, wenn man beispielsweise in Europa sich niederlässt. Ich bin sehr dankbar, dass Dr. Franz Josef Jung auf die Situation von Flüchtlingen und Jesiden und Christen in den Flüchtlingsunterkünften hingewiesen hat. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr traurig macht, was einer Bankrotterklärung gleichkommt, wenn wir beispielsweise von Werten reden und von der Wehrhaftigkeit unserer Demokratie, wenn Jesiden und Christen in den Flüchtlingsunterkünften noch nicht mal sagen können, dass sie Christen sind. Ich spreche mit Jesiden, die sagen, wir verleugnen uns. Wir sagen, wir sind Syrer, wir sind Iraker und wir lassen das Jesidische weg, damit wir nicht verklopft werden. Das heißt, es kommt auch zu körperlichen Übergriffen. Und wenn wir das Wort Werte so inflationär nutzen, wie wir es gegenwärtig machen, sollten wir es auch immer konkretisieren und dialektisch einsetzen. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass die Verteidigung unserer Werte auch verhandelt werden im mittleren Nahen Osten. Denn dort wird anderes Leben ausgelöscht aufgrund der Religion. Das heißt, wenn die Jesiden für etwas stehen, dann ist es für die Entmenschlichung von Menschen wegen einer anderen Religion. Dieses traurige Schicksal teilen wir mit den Juden, wobei das singuläre Verbrechen einmalig ist und nicht vergleichbar. Das finde ich nochmal wichtig zu sagen. Aber es ist wichtig deshalb, weil wir sozusagen daran merken, dass Feindbilder auch zum Völkermord führen. Und der Aspekt, den teile ich eben auch mit meinem Kollegen Ahmad Mansour, den ich sehr schätze, für das, was er macht und aushält gegenwärtig, während den Anfängen. Und es geht darum, dass wir natürlich auch in den Schulen mit den Jugendlichen in die Diskussion gehen und dass ich mir wünsche, dass wir da selbstbewusster werden. Ich war letzte Woche auf dem Deutschlandkongress und da ist ein Jude aufgestanden, der zu den Christen gesagt hat, seid selbstbewusster, gebt nicht so schnell auf. Und diese christliche Selbstverleugnung, wenn zum Beispiel ein Kreuz abgelegt wird, das hat eine Symbolwirkung, ja, und die ist nicht zu unterschätzen. Ja, das ist wichtig, dass das sozusagen da auch gerade gegangen wird und dass man natürlich Religion auch kritisch betrachten muss und differenzieren muss. Das sehen wir gegenwärtig zum Beispiel bei Trump auch, dass sozusagen gerade die Menschen, die ihn gewählt haben, da auch eine radikale Form von Religion ausgewählt haben. Und dass letztlich genau das Gegenteil von der Kaffeemaschine nämlich passiert, dass der Solarplexus von Menschen damit erreicht wird, wo Feindbilder, wo Vorurteile entstehen. Und deswegen glaube ich, dass wir auch in Europa da wirklich gefragt sind und kämpfen müssen. Ja? Das heißt, das Thema Religion ist verhaltensbestimmt. Also der Brexit ist damit durchgekommen, durch die Leave-Lügen-Kampagnen, durch die Angst vor Terror, vor Islam. Trump ist so entstanden und ich warne auch vor unserer Bundestagswahl. Also ich glaube, wir müssen wirklich mal hingucken. Und zur Lebenswirklichkeit gehört dann auch das Thema Rassismus und Antisemitismus in Zuwandererfamilien beispielsweise. Bevor ich das Podium jetzt für Sie öffne, würde ich die letzte Frage gerne noch mal unserem Referenten stellen, Professor Hilgruber. Wenn Sie die Religionspolitik unseres Landes bewerten würden, auch der letzten Jahre, welche Note würden Sie uns da geben? Auch vor dem Hintergrund der jetzt zum Teil angesprochenen, ich sage jetzt mal, Probleme. Wir können die Frage auch gerne weitergeben, das ist kein Problem.
Aber wie bewerten Sie das vielleicht auch vor dem internationalen Kontext in anderen europäischen Ländern? Ja, ich weiß wirklich nicht, ob ich geeignet bin, hier Noten zu vergeben, würde das auch nur ungern tun wollen. Erlauben Sie vielleicht ein anderes Stichwort in die Debatte einzuführen. Wir haben eben, was völlig richtig ist, viel über Bildung gesprochen, über Notwendigkeit vor Bildung, auch als Voraussetzung für Pluralismusfähigkeit. Ich würde das alles unterstreichen wollen. Aber ich würde doch die These aufzustellen wagen, dass das nicht ausreicht, dass das eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dafür ist, dass uns das friedliche Zusammenleben in religiöser Vielfalt gelingt. Es ist eben auch eine emotionale Frage. Und weil es eine emotionale Frage ist, brauchen wir, glaube ich, Vertrauen. Wechselseitiges Vertrauen, und es bedarf daher vertrauensbildender Maßnahmen. Von allen Beteiligten. Eben ist angesprochen worden, das ist völlig richtig. Wichtig ist es für Menschen, die zu uns kommen, dass sie sich als vollwertige Menschen aufgenommen und anerkannt fühlen. Das ist eine zentrale Voraussetzung dafür. Umgekehrt darf eine aufnehmende Gesellschaft eben auch gewisse Erwartungen an diejenigen richten, die zu uns kommen wollen. Ja, das ist vielleicht ein Punkt, wo Sie sagen, das tut sie nicht. Das ist vielleicht ein Punkt, ich weiß nicht, ob man das unter Religionspolitik abhandeln kann, würde ich jetzt eher nicht tun. Aber es hat natürlich auch was mit Religion zu tun. Darüber sollte, glaube ich, noch sehr viel intensiver nachgedacht werden. Das sind ganz wichtige Punkte. Wenn man Misstrauen, Vorurteilen begegnen will, dann ist eben alles das alles Entscheidende, dass Vertrauen aufgebaut wird. Das braucht Zeit, das Stichwort Zeit, das eben viel, das kann ich nur unterstreichen. Aber es muss eben, gleichwohl heißt das ja nicht, dass nicht heute damit angefangen werden muss. Und das kann man auch unter dem Titel Leitkultur, auch wenn dieser Begriff vielleicht in der politischen Debatte fast verbrannt ist, jedenfalls abhandeln. Ich glaube, darüber sollten wir uns austauschen. Nur dann kann das gelingen. Und ich würde auch noch zu bedenken geben, der letzte Punkt, das wird unzweifelhaft schwieriger als die innerchristliche Verständigung. Eben fielen so Stichworte Reformation, Augsburger Religionsfriede, Westfälischer Friede. Sozusagen, wie ist es gelungen, den ewigen Landfrieden als Rechtsfrieden ungeachtet der religiösen Spaltung aufrechtzuerhalten. Wenn man sich das betrachtet, dann stellt man fest, dass sozusagen die christliche Einheit bei aller Spaltung eben doch immer wieder ein zentrales und dann auch letztlich verbindendes Element war. Hier muss der Bogen sehr viel weiter gespannt werden, jetzt um die jetzige religiöse Vielfalt aufzunehmen und aufzufangen. Also würde da nur sagen, ja, das ist alles richtig, wir haben Erfahrungen, aber die lassen sich nicht eins zu eins übertragen auf die Herausforderung, vor der wir heute stehen. Herr Mansour, wollte noch mal drauf reagieren? Achso, Entschuldigung, ja, bitte. Wir haben eine Klammer und das ist unser Grundgesetz. Das sollten wir mal nicht zu klein schreiben. Und ich glaube, die Menschen, die zu uns kommen, die kommen ja nicht nur hierhin, weil sie hier Frieden haben wollen oder weil sie hier Geld verdienen wollen. Sondern ich glaube, sie wollen auch bewusst in diese unsere Wertegesellschaft eintreten. Und wir sollten uns doch jetzt nicht von denjenigen, die uns Probleme bereiten, die sicher auch ein großer Teil oder ein größerer Teil ist, als mir lieb ist, diejenigen alle diffamieren, die das hier tun, in großer, großer Zahl. Die meisten Flüchtlinge stellen überhaupt gar kein Problem dar im Hinblick darauf, ein gutes Zusammenleben in unserem Land. Auch nicht von ihrer religiösen Herkunft her. Viele können die von Ihnen zu Recht am Anfang auch benannten Differenzen ihrer eigenen Religionsgemeinschaft auch aushalten, wenn sie denn die Möglichkeiten haben, ihre Religionsgemeinschaft hier aktiv zu praktizieren. Und was sehr wichtig ist, wir dürfen die Leute nicht alleine lassen, sie müssen ihre Identität auch leben können, damit nicht diejenigen, die die Verunsicherten in ihrer eigenen Identität sind, wie die Rattenfänger von Hameln einsammeln. Wir haben doch bei uns in unserer christlichen Welt Leute, die sich einfallen lassen,
machen wir uns nichts vor, hier kann man es doch mal auch laut sagen, von bestimmten rechten Strömungen. Die kommen doch aus dem christlichen Horizont, auch wenn sie sich vielleicht vor Jahren säkularisiert haben. Und genauso haben wir Leute, die sich ansprechen lassen für einen radikalen Islam, wenig aus der christlichen Welt, aber eben auch viel aus der islamischen Welt. Aber das sind doch die, die sich da ansprechen lassen, Leute, die verunsichert sind. Und deshalb ist Bildung für mich ein umfassender Begriff als nur Schulbildung. Übrigens, Religionsunterricht ist was anderes nochmal als Religionskunde, die Sie beschrieben haben. Aber das ist ein wesentlicher Ort, dass Schule das leistet, aber nicht nur Schule, sondern auch die vielen anderen Angebote, die wir da machen. Zur Bildung gehören auch das Vermitteln von Tugenden, von demokratischen Tugenden. Ganz wesentliche Sache. Also das heißt, wir müssen viel umfassender Bildung begreifen als nur das Erlernen von bestimmten Inhalten und Fähigkeiten. Und wenn Sie vorhin die Frage gestellt haben, können wir Noten vergeben? Ich würde an einem bestimmten Punkt sagen, ja. Wir haben heute den 9. November. Und für mich ist es eine der größten Erfolgsgeschichten, dass Christen weltweit nie wieder antisemitisch sein dürfen. Und dass wir das für uns in Deutschland als Christen so internalisiert haben, dass wir mit die besten Verteidiger sind der Juden in Deutschland und vielleicht auch weltweit. Das ist doch ein großer Erfolg. Und an einem Tag wie heute, wo wir an die grauenvollen Zeiten auch erinnern müssen, ist das doch ein großer Erfolg. Und ich glaube, da hat unser Religionsverfassungsrecht in Deutschland erheblich auch zu beigetragen. Ich meinte natürlich nicht Religionkunde, sondern bekenntnisorientierter Religionunterricht. Da auch will ich die Kinder nicht trennen und ich plädiere eigentlich für den Hamburger Modell, aber das wäre zu tief jetzt. Ich glaube nicht, dass die Flüchtlinge eigentlich eine homogene Gruppe ist. Ich glaube, dass die Menschen, die zu uns kommen, sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich glaube auch, dass der Muslime in Deutschland keine homogene Gruppe ist, sondern sehr unterschiedlich ihre Religion ausleben, sehr unterschiedlich in ihren Integration willig und so weiter und so fort. Und natürlich darf jeder in diesem Land seine Religion aktiv praktizieren dürfen. Das ist ein Grundgesetz und das ist ein Grundrecht. Und wenn wir über Grundgesetze reden, dann vermisse ich in den letzten Zeiten eine politische, juristische, gesellschaftliche Debatte über Themen, die für viele Leute, die zu uns kommen, nicht klar kommuniziert werden. Ich kann nur Beispiele nennen, Kinderehe, Burka, darf das Kind zum Beispiel nicht am Freitag zur Schule, weil er zur Moschee gehen will, was in Asylheime und bei Ehrenamtlichen immer wieder als Frage kommt. Polygamie, Fragen, die mit Schwimmunterricht zu tun haben, mit Frauenrechte und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass bestimmte aktive Praktizierende von Islamverständnis, wo die Grundgesetze dieses Landes eine Herausforderung sind, die kann man nicht nur über Gesetze regeln, die sind manchmal sehr, sehr wichtig, aber die muss diskutiert werden. Ich habe gehofft, und das war eine der ersten Debatten, die ich in Deutschland auch da aktiv gefolgt habe, war das Thema Beschneidung. Und ich habe eigentlich gehofft, dass unsere Juristen, unsere Religionsgemeinschaften zusammensitzen und darüber diskutieren, wenn zwei Grundgesetze miteinander kollabieren, wenn sie miteinander irgendwie in Konflikt kommen, dass da eine Diskussion stattfindet. Und das sind nicht nur die Leute irgendwie beleidigt und das Gefühl haben, sie können ihre Religion jetzt hier nicht praktizieren, sondern dass es da eine Debatte entsteht. Und diese Debatte brauchen wir übrigens nicht nur bezüglich Burka, sondern bezüglich Kopftuch. Wir brauchen die, wenn es darum geht, aus der Verbände Religiongemeinschaften zu machen. Wir brauchen sie, wenn es darum geht, Meinungsfreiheit, Frauenrechte, Menschenrechte insgesamt. Und ich glaube, dass das Beste, was rechtsradikaler weltweit passieren kann, was jetzt gerade passiert, ist, solche Themen zu tabuisieren, nicht darüber zu reden und zu hoffen, dass sie aus der Welt verschwinden. Sie verschwinden nicht, sie werden von bestimmten Leuten instrumentalisiert, ausgenutzt, um dann undifferenziert davor politischer Macht zu gewinnen. Deshalb müssen wir den Mund aufmachen und differenziert Mitte in der Gesellschaft auch hier über solche Themen diskutieren. Differenziert. Jetzt habe ich noch Herrn Professor Marschi. Ja. Ich würde gern noch mal an Herrn Hillgruber anknüpfen.
natürlich können Erfahrungen der Vergangenheit nicht für die Bewältigung von heutigen Situationen eins zu eins. Das ist, glaube ich, völlig klar. Aber ich finde, wir haben aus der Geschichte etwas ganz Wertvolles als Prinzip in diesem Land, dass nämlich Vielfalt strukturiert werden kann, dass das Zulassen von Vielfalt mit strenger Werteorientierung verbunden sein kann. Also, dass Vielfalt geordnet werden kann und nicht Chaos ist, sondern die Beibehaltung, wie Sie das eben gerade gesagt haben, von bestimmten, wie es Prälat Jüsten auch gesagt hat, von bestimmten Rechtsstrukturen des Grundgesetzes erlaubt. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Einsicht und eine Lerngeschichte, die auch eine Trainingsfunktion gehabt hat. Und das Zweite, da würde ich gern Prälat Jüsten auch noch mal energisch zustimmen, das ist ja nur ein Spezialfall, worüber wir reden, religiöse Vielfalt von auch anderer Pluralität in unserer Gesellschaft. Und ich finde immer, man sieht gerade in dieser Gesellschaft auch, dass das eigentlich ein unglaublich schönes Thema ist. Also ich freue mich, wenn ich durch die Oranienburger Straße gehe und sehe, es hat sich eine bestimmte Vielfalt von Judentum hier, Gott sei Dank, wiederhergestellt, worauf hätte vor 20 Jahren niemand zu hoffen gewagt. Und man sieht, wie das Berliner wahrnehmen, die nun selber nicht jüdischen Glaubens sind. Also zunächst mal, finde ich, muss das Thema Vielfalt, das geht tatsächlich in Richtung dessen, was Vertrauensbildung sagt, nicht nur als Problem wahrgenommen werden, sondern als etwas, was gut funktioniert, was viele Menschen erfreulich finden, was viele Menschen nicht nur in so einer Stadt wie Berlin, sondern inzwischen auch in kleineren Städten und auf dem Land fröhlich wahrnehmen. Und wir müssen wissen, wir haben längst die Instrumente entwickelt, Vielfalt so zu ordnen, dass die Kernelemente der Werte dieser Gesellschaft dadurch nicht beschädigt werden, sondern im Gegenteil, also deutlicher und strahlender sichtbar gemacht werden. Also insofern finde ich ein bisschen Gelassenheit, also Vorsicht vor allzu großem Alarmismus. Ich habe immer den Eindruck, allzu großer Alarmismus führt dann. Man muss dieses feine Gleichgewicht halten zwischen sorgfältiger Beobachtung der Baustellen, an denen gearbeitet werden muss. Und die gibt es, glaube ich, also Oderbruch und wie wird da ausgebildet? Also kriegen wir im Oderbruch, Verzeihung, dass ich jetzt ausgerechnet diese Region nenne, die notwendige Bildung hin? Ja, wir kriegen sie hin, weil es da einen Abgeordneten gibt, der sich da unglaublich drum kümmert. Deswegen habe ich den Oderbruch genannt. Also es gibt auch wirklich gute Beispiele und die muss man mal hervorziehen, wie bestimmte Aufgaben angegangen werden können und so die Aufgaben abarbeiten, aber auch nicht in so einen Alarmismus verfallen, demnächst steht durch die Vielfalt der Untergang bevor. Nee, der steht ganz gewiss nicht bevor, wenn es solche Veranstaltungen gibt und dann alle ihre Hausaufgaben machen. Vielen Dank. Als Letztes bitte mit der Bitte, wirklich sich kurz zu fassen, Professor Agger, ich würde gerne noch mal aus muslimischer Perspektive, wie kann man damit umgehen? Auf der einen Seite wirklich diese Institutionalisierung der Muslime und auf der anderen Seite Partikularinteressen oder individuelle Problemlagen. Wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive? Wie kann man das zusammenbringen? Ja, wir haben in Deutschland gerade zwei Entwicklungen, die parallel laufen. Das eine ist eine verstärkte Institutionalisierung von muslimischen Gemeinden in größeren Zusammenhängen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber nach unten hin, dass sich Initiativen entwickeln, dass junge Leute über innerislamische Grenzen hinweg Gemeinsamkeiten entdecken und das auch für sich organisieren wollen. Und ich denke, die große Herausforderung wird es sein, Mehrheiten oder größeren Gruppen Angebote zu machen, sich bewähren zu können. Und da sollte man nicht unkritisch sein. Und ich glaube nicht, dass wir in Deutschland gerade zu wenig Islamdiskussionen führen. Wir führen zu wenig Wertediskussionen. Denn vieles, was den Muslimen an Intoleranz vorgeworfen wird, erleben wir bei Parteien, die regional Richtung 20% gehen. Und das ist dann sehr bequem, wenn wir uns an den Muslimen abarbeiten und dann uns immer die radikalsten Versionen medial repräsentieren. Aber ich denke, also diese Debatten müssen
natürlich geführt werden und müssen aber auch mit Angeboten verbunden werden. Also wer bereit ist, sich am Allgemeinen zu beteiligen, der sollte das tun können und muss auch dafür verantwortlich sein. Und es muss auch zugelassen werden, selbst wenn diese Person dann nicht so aussieht, wie ich gerne aussehen möchte. Ja? Wenn jemand sich demokratisch engagiert und ein Kopftuch trägt, dann finde ich, ist das nichts. Also wenn man diese Personen ausschließt, wie das teilweise an deutschen Schulen gemacht wird, wo pauschal gesagt wird, wer so ist, der steht für irgendwas und ich erlebe, dass das sein kann, aber auch nicht sein muss. Und wenn ich diesen Menschen sage, du kannst sozusagen Werte haben, wie du willst und die artikulieren, wie du willst, wenn du in einer bestimmten Art und Weise mir gegenüber trittst, lasse ich dich nicht an dieser Gesellschaft partizipieren, dann wird diese Person sich auch zurückziehen. Das hat nichts mit Naivität zu tun. Man muss die Leute aber fordern. Und fordern heißt, zu sagen, ja, dann mach. Und dann gucke ich mir das an. Also das, denke ich, ist ein wichtiger Prozess. Und der muss irgendwie ausbalancieren, diese sowohl institutionalisierte Akteure höheren Grades, wie auch, und das ist innermuslimisch, es gibt Initiativen für Krankenhausseelsorge, die sind ganz lokal. Es gibt Jugendinitiativen und so weiter. Und die sind vielleicht auch nicht in diesem organisierten Spektrum abgebildet. Und auch die müssen, und da muss dann vielleicht auch der Staat umdenken, man darf die nicht aus den Augen verlieren, denn da passieren sehr, sehr interessante Prozesse. Und diese Suche nach, wo ist der eine Akteur, den ich mit allem beauftragen kann, der kommt gerade diesen kreativen und manchmal auch queren Köpfen nicht zugute, weil die werden dann übersehen. Vielen Dank. Jetzt sind Sie gefordert, liebe Gäste. Jetzt dürfen Sie Ihre Fragen stellen. Ich habe nur die herzliche Bitte, tatsächlich eine Frage zu formulieren und zu sagen, an wen Sie die Frage stellen möchten. So, wer ist der Icebreaker? Ja, bitteschön. Wir haben Saalmikros, aber vielleicht kann man sie auch so hören. Ah ja, genau, hier vorne direkt. Dann stellen wir gleich nochmal die Frage zu. Es ist an, ja. Ich wollte mit Herrn Mansur sprechen über diese Sache und auch über Islam. Und er hat Vorschlag gemacht, mehr ein Schulsystem das bringen. Schulsystem wir können bringen, das ist sehr gut. Aber ich denke, jedes Kind kann eigene Erziehung von eigener Familie erst bekommen. Ich komme aus Armenien und ich bin auch Pastorin für Freie Evangelische Gemeinde und ich weiß, wie kann man über Glaube sprechen und auch praktizieren. Wir haben gerade jetzt hier gesprochen, Freiheit, Glaubensfreiheit. Glaubensfreiheit, das geht nicht nur für ganze Volk, sondern Einzelperson muss gehen, die Freiheit. Ich wünsche mir, wenn einer Muslim wollte Christ werden, nicht verfolgt werden. Die Person hat Freiheit, Glaubensfreiheit und er hat Recht, hier in Deutschland entscheiden, Christ oder Muslim. Wenn ein Muslime kommt zu Glaube als Christ, dann entsteht Verfolgung, Tod und Mord oder eine große Angst, ich weiß nicht was. Das passiert überall. Das bedeutet Glaubensfreiheit. Und zweite, die Kinder brauchen von zu Hause eigene Eltern lernen, aber erst die Eltern muss auch selber diese Sache wissen, was bedeutet frei entscheiden, Glaubensweg, nicht nur extreme Art und Weise, Tod, Mord und ich weiß nicht was. Gerade jetzt, was passiert in Syrien? Oder Sie sagen, was mit den Jesiden passiert. Was machen die muslimischen Geschwister über diese Richtung? Die muss über diese Richtung hier in Europa können viele Dinge organisieren und auch dort in Türkei oder ich weiß nicht, in Iran, Irak, alle Muslime können gemeinsam zusammen versammeln und auch etwas tun, für die Christen dort befreien. Wenn die sind Christ, das heißt nicht, die muss ermordet werden oder verfolgt werden oder so. Die machen
kann man sagen, eigentlich gar nicht. Hier können wir alle stehen, ganz ruhig sprechen, erklären, schreiben, aber in Wirklichkeit, dort geht jetzt Genozid, Tod und Mord. Das ist mein Herzenswunsch, ist für alle Christen und auch alle Gläubigen, nicht muss unbedingt Christ sein, kann Jude sein oder so. Jede einzelne gläubige Person kann eigene Teil haben und auch eigene Kinder und erziehen, wo die Kinder können auch das alles lernen. Natürlich, Schule kann auch das machen, aber bitte, muslimische Geschwister, lernen das zu Hause, eigene Kinder erziehen. Was bedeutet Glaube und was bedeutet Respekt und Liebe? Geben und nehmen. Respekt, man muss geben und Respekt auch nehmen. Liebe geben und Liebe nehmen. Ich bin hier 30 Jahre und ich habe hier meine Kinder erziehen und die beiden haben Universität fertig gemacht und alles. Ich habe gesagt, ich komme aus Armenien, ich habe andere Tradition, aber weil ich bin hier in Deutschland, dann ich muss untertan sein in deutschem Gesetz. Pflicht und Verantwortung, das ist wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Frage ist auch deutlich geworden. Ich würde jetzt gerne sammeln. Bitte der Herr im Roten da hinten. Ja. Links ist direkt das Mikro. Super. Also mein Name ist Vogtmann und bin Streetworker, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, arbeite seit 1990 in den Problemgebieten von Berlin, war auch gestern Abend gerade wieder einige Stunden am Cottbuser Tor, habe dort sehr erschütternde Sachen erlebt, gerade mit Jugendlichen aus verstärkt Nordafrika. Und die Polizei steht 200 Meter mit drei Autos entfernt und schaut zu. Habe mit Polizisten gesprochen und die Polizei sagt mir immer wieder, dass sie sich verlassen vorkommt, dass sie einfach merkt, dass sie einfach nicht von Politikern und Justiz unterstützt wird, dass sie einfach, deutsch gesagt, die Nase voll haben. Das hat mich sehr bewegt und erschüttert. Dann auch muslimische Leute gesprochen, Frauen mit Kopftuch, jüngere, ältere, die Gewerbetreibenden, die haben so die Nase voll, was hier in diesem Land als Toleranz alles so gilt. Selbst die türkischen Leute sagten, was macht ihr Deutschen, warum setzt ihr nicht endlich Grenzen? Und ich wollte jetzt die Frage stellen, und es sind auch andere Gebiete wie jetzt die Dormstraße, muss ich wirklich sagen, dass momentan das Thema Drogen in die ganze Stadt bringt durch arabische, türkische, jugendliche, dritte, vierte Generation. Diese rekrutieren dann wieder die Asylanten. Und neulich sagte die Frau Bob selbst, bei einem Gespräch mit Polizeipräsident und Henkel war ich mit dabei, da schaffen wir ja den Nährboden für Kriminalität. Und somit werden diese Jugendlichen immer unsympathischer und auch der Islam immer unsympathischer. Und jetzt meine Frage, wie kann man eine Religion wie zum Beispiel den Islam in eine Gesellschaft integrieren, wenn die Quelle des Islam, der Koran, und das finde ich erschütternd, dass heute das Wort Koran beim letzten Mal auch nicht irgendwie benannt wird. Auch vielleicht die Bibel, die Quelle muss benannt werden. Und das ist das Grundsätzliche, aus der nachher der Glaube erwächst. Gesellschaft integrieren, wenn die Quelle des Islam, der Koran mit seinen Suren, ein klares Feindbilddenken hat. Mit Rache, Vergeltung, heiligen Krieg und nur die Muslime gelten lassen, als die, die einzig Rechtgläubigen sind und die nicht in die Moschee gehen, die also ungläubig sind und die nicht in die Moschee gehen, die ungläubigen Kafir sind. Okay, vielen Dank. Darf ich Sie hier unterbrechen? Nein, ich möchte jetzt eine Sure benennen. Eine Sure, endlich von der Quelle des Islam. Ich glaube, Ihre Frage ist angekommen. Das nehmen wir auch ernst und auf dem Podium auch. Die Sure werde ich jetzt benennen. Ich bin hierher gekommen, werde die Sure benennen, weil ich kaum in Deutschland davon mal höre, dass die Quelle benannt wird. Es wird immer allgemein gesprochen. Die Zeit ist beendet, dass wir allgemein reden, weil die Probleme in der Stadt Berlin als Streetworker und ich bin ständig bitte draußen. Bitte stellen Sie Ihre Frage, sonst ich habe sie eben schon gestellt. Ja, prima. Wir und dann haben die will Frage ich aber verstanden. Den Beweis. Jetzt lese ich die Sure 3, Vers 110 vor. Wie der Islam das über sich denkt. Das ist unfair den anderen Teilnehmern gegenüber. Nein, das die Frau hat sehr lange gesprochen. Und ich lese jetzt die Quelle vor. Ich werde das jetzt machen. Ihr seid die beste Gemeinde, die für die Menschen entstand. Ihr heißet, was Rechtes ist. Und ihr verbietet das Unrechte und glaubet an Allah. Und wenn das Volk der Schrift geglaubt hätte, wahrlich, es wäre gut für sie gewesen, unter ihnen sind Gläubige, aber die Mehrzahl von ihnen sind Frevler. Und dann hier,
eine Sure nur den Schlusssatz von der Sure Allah schlag sie tot. Das sind die Ungläubigen. Und das erschüttert mich einfach. Gut, und das ist angekommen. Vielen Dank. Und wenn der Herr Erdogan sagt, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Alles klar. Das ist sehr interessant. Und wenn Helmut Schmidt sagt, es war gewisse Fehler. Ich muss Sie jetzt Ralf wirklich Giordano bitten, auch, hinzusetzen. Das wird Vielen nicht Dank. Benannt. Das ist sehr okay. kritische. Es wir wird lalala gesprochen hier. Nee, lalala sprechen wir hier nicht. Wir benennen diese Probleme. Ich würde jetzt noch einer dritten Frage das Mikro geben, wenn die Dame hier im Raum... Aber bitte Frage. Ja, eine Frage und bitte an wen Sie die gerne richten möchten. Rossmann ist mein Name. Die Frage an Herrn Jung. Habe ich das richtig verstanden eingangs, dass heute abgestimmt wurde über dieses neue Gesetz, dass demente Leute im Lande ungefragt Medikamentenversuchen ausgesetzt werden sollen? Wäre das in Ordnung, wenn Sie diese Frage gleich bilateral klären könnten? Ich möchte, oder möchten Sie es direkt machen? Okay, gut, vielen Dank. Ich will es gleich beantworten, damit hier keine Missverständnisse im Raum bleiben. Es ging um drei Abstimmungen. Einmal, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Die zweite Abstimmung, die, wenn ich es richtig sehe, aber auch dann auch keine Mehrheit bekommen hatte, war, dass man selbst sagen kann, dass man entsprechend bereit ist zu einer solchen Forschung ohne ärztliche Beratung, hat aber keine Mehrheit. Und die Mehrheit hat Folgendes beschlossen, dass man, solange man im Vollbesitz seiner eigenen geistigen Kräfte ist, entscheiden kann, jawohl, ich will mich einem solchen Forschungsprojekt unterziehen, aber nur mit ärztlicher Beratung. Aber ich kann selbstverständlich auch Nein sagen. Das ist eine Frage, die ich entscheide, aber nur solange ich im Vollbesitz meiner eigenen geistigen Kräfte bin und nicht, wenn ich beispielsweise nicht mehr zurechnungsfähig bin. Das kann auf keinen Fall in Betracht kommen. Und die Mehrheit war der Meinung, dass beispielsweise ich ja auch entscheiden kann, dass ich Organ spende und so weiter, dass ich das selbst entscheiden können muss, aber nur dann, solange ich im Vollbesitz meiner eigenen geistigen Kräfte bin. Das ist die Entscheidung gewesen. Und ich finde, das ist auch eine ganz vernünftige. Ja, und wenn ich dann durch ein sogenanntes psychiatrisches Gutachten, was ja meist ein Fantasiegutachten ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, also als dement beurteilt werde, dann kann ich behandelt werden, womit man so das möchte. Also jetzt bitte um Verständnis. Das ist jetzt nicht das Thema, das hier zur Debatte steht. Wir haben hier ein anderes Thema. Wenn, dann können wir das bilateral erörtern. Ja? Vielen Dank für Ihr Verständnis. Da ist noch ein junger Mann, aber bitte, mit der Bitte wirklich kurz und dann schließen wir die Fragerunde, müssen ja noch antworten. Ja, mein Name ist Lukas Müller. Ich bin studentischer Mitarbeiter hier in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sehr löblich. Und auch Student der Evangelischen Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Meine Frage soll ein... Auch löblich. Wunderbar. Meine Frage soll ein Wort aufnehmen von Professor Hillgruber aus seinem Impulsreferat. Und zwar geht es um die zunehmende religiöse Teilnahmslosigkeit, zunehmenden Atheismus und Wertverfall in der Gesellschaft. Und meine Frage richtet sich an Professor Markschies. Was können wir aus kirchengeschichtlicher Perspektive lernen, wenn es um die Eindämmung des Atheismus geht? Und gleichsam auch an Herrn Dr. Jung. Welche politischen Maßnahmen könnte man ergreifen, um die, unsere christlichen Werte wieder stärker in der Gesellschaft zu verankern? Und ist das überhaupt politisch möglich? Vielen Dank. So, jetzt darf ich Herrn Mansour bitten, die erste Frage zu beantworten. Nur die erste? Nur die erste. Ja, ich wollte nur fragen, ob eigentlich Atheismus Moralverfall bedeutet. Das ist,
Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Okay, also, wenn es um Präventionsarbeit geht, dann geht es natürlich nicht darum, die Bombe zu verhindern. Das ist die Aufgabe von Sicherheitsapparate. Wenn es um Präventionsarbeit geht, dann geht es darum, demokratische Werte an die nächsten Generationen zu geben, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Religion, unabhängig von Herkunft. Und das soll die Aufgabe der Schule natürlich, aber das trifft uns als Gesamtgesellschaft. Das heißt, wir brauchen Aufklärungsarbeit bei den Eltern, wir brauchen besseren Schulen, wir brauchen innerislamische Debatte, wir brauchen eine innergesellschaftliche Debatten und Diskussionen, wir brauchen bessere Jugendarbeit, wir müssen auch endlich auch begreifen, dass die Sozialarbeiter, dass die Jugendlichen von heute nicht im Jugendzentrum von nebenan sitzen, sondern stundenlang online, das heißt auch digitale Sozialarbeit im Internet machen, da sind alle befragt und da sind wir alle, Nachbarn, Menschen, Eltern, Kinder, Lehrer und Lehrerinnen eigentlich da in der Pflicht, was zu ändern. Und ich wurde immer gefragt, ja, woher kommt diese Entwicklung in der Gesellschaft in Deutschland oder in Großbritannien oder überall, wo eigentlich die Menschen unzufrieden werden. Und ich glaube, es ist jetzt an die Zeit, mal zu überlegen, nicht wieso AfD oder Rechte an mehr Macht gewinnen, sondern was können wir als Gesamtgesellschaft, als Demokraten tun, um das zu verhindern. Und das Erste, was wir tun müssen, ist selbstbewusst mit unseren Werten umzugehen. Es ist selbstbewusst, Probleme anzusprechen, ohne dann direkt irgendwie oder automatisch alles alarmierender zu gelten und als jemand, der aus der kleinen Problem großer Probleme machen. Die Probleme sind da. Die Probleme haben nicht nur mit dem Bibel oder mit dem Koran zu tun, sondern sie haben damit zu tun, wie die Menschen das interpretiert oder ob die Menschen eine Aufklärung oder einen kritischen Geist haben oder nicht. Da müssen wir ansetzen. Wir können den Koran und den Bibel nicht ändern. Wir können aber die Menschen ändern. Wir können die Menschen dazu bewegen, zu hinterfragen, ihre eigene Meinung zu bilden. Und dann wären wir wo ganz, ganz anders, als was wir heute da sind. Wir müssen endlich selbstbewusst das verteidigen, was wir haben. Mit verteidigen bedeutet, alles tun, um die Menschen, die zu uns kommen, die Menschen, die bei uns leben, für diese demokratische Gesellschaft zu gewinnen. Dem möchte ich mich gerne anschließen und deswegen lautet die Gretchenfrage für mich nicht, wie hältst du es mit der Religion, sondern wie hältst du es mit dem Grundgesetz? Und das Schöne daran ist, dass der für alle gilt und dass wir leider auch beobachten müssen, dass es in vielen Kulturkreisen so ist, dass das Familienrecht über dem Grundgesetz steht. Das gilt insbesondere für Muslime, aber auch in Teilen von Jesiden. Das heißt, auch da merken wir, das ist keine religiöse Frage, sondern auch eine Frage von Kultur. Und ich glaube, da müssen wir, wenn wir es ernst meinen, über Lippenbekenntnisse hinaus dieses Grundgesetz auch geltend machen. Gerade unter dem Artikel 4 der Religionsfreiheit, wenn ich mir da zum Beispiel die Islamverbände vergegenwärtige, unter dem Aspekt, wasch mich, aber mach mich nicht nass, einzufordern, aber eben nicht bereit sein zu geben. Wir haben es eben mehrfach anklingen lassen, dass es darum geht, was diesen Kindern beigebracht wird. Was Mama und Papa sagen, wird aber nicht in Frage gestellt. Ja? Das heißt, es ist ja keine quellenkritische Einordnung der Religion dann in dem Fall, sondern es ist ein, das darfst du nicht und das muss so sein. Und das hat im Grunde genommen vereint das alle abrahamitischen Religionen mit dem Unterschied, dass die Christen den Säkularisierungsprozess durchlaufen haben. Deswegen ist es hier wichtig, dass die säkulären Muslime auch in Europa gestärkt werden bei den Prozessen, wenn sie die Fragen stellen. Und wir dürfen hier nicht unter den Teppich kehren. Und ich glaube, das macht die Menschen wütend, wenn man es nicht sagt, dass diejenigen, die das versuchen, Gefahr laufen um Leib und Leben. Ja? Das heißt, die Tatsache, dass beispielsweise bei bestimmten Islamverständnissen es so ist, dass Gottes Wort über Menschenwort gestellt wird, bringt die Menschen in Gefahr. Wir haben hier heute eine Bundestagsabgeordnete sitzen, die bedroht worden ist nach der Armenier-Resolution, wo sozusagen zur Frage gestellt worden ist, ob man Polizeischutz bekommt. Ahmad Mansur wird seit einer Woche attackiert. Da gibt es dann Hetzseiten, Hassseiten, die ihn angreifen, nur weil er bei einer Will war und sich da geäußert hat. Also die Frage ist doch, warum ist das so gefährlich geworden, ja, für Demokratie zu werben in unserem Rechtsstaat? Und da brauchen wir mehr Unterstützung. Also auch diejenigen, die diese Kritik formulieren. Und der zentrale Fehler für mich ist, dass Islamkritik als Schimpfwort gilt.
Ja, das geht darum, wir sind selbstkritisch, wir sind gesellschaftskritisch und wir dürfen selbstverständlich auch islamkritisch sein. Und wir müssen diese Islamverständnisse, müssen wir nicht nur abfragen, wir müssen sie einfordern. Auf der einen Seite, was die Elternhäuser angeht, aber eben natürlich auch mit den Islamverbänden, die im Gewand der Integration daherkommen, aber Indoktrinierung betreiben. Die sind da ganz anders auch in die Pflicht zu nehmen. Und wer kann das besser machen, auch als eine Regierung, die diese Verbände mit rechtsstaatlichen Mitteln auch ausstattet? Da können wir doch mal formulieren, was wir uns wünschen. Ja, ich würde dann auf den Streetworker kurz vielleicht eingehen. Also zunächst einmal bin ich auch für einen starken Staat. Wir brauchen einen starken Rechtsstaat, der seine Gesetze auch durchsetzt. Und zwar gegenüber allen, die diese Gesetze missbrauchen, seien das nun deutsche randalierende Jugendliche und selbst wenn sie im katholischen Pfarrheim randalieren, oder seien sie muslimisch geprägt, oder seien sie eben auch in der Tat Gewalttäter oder eben auch Verbrecher. Was wir da im Kotti hier mitbekommen, das sind ja Straftaten, die ja oftmals begangen werden. Und da bin ich durchaus dafür, dass die Polizei so anerkannt und auch zugerüstet ist, dass sie diese Aufgabe wahrnehmen kann. Sie haben ein weiteres Problem angesprochen, ganz am Ende, die Sure zitierend. Da kann ich dann sehr aufgreifend, was hier am Podium auch gesagt worden ist, und das machen wir ja in Deutschland auch. Wir müssen natürlich hier in Deutschland auch eine gute islamische Theologie etablieren und die dann eben auch in der Lage ist, eine kritische Theologie zu sein. Das haben wir als katholische Kirche gelernt, das hat die evangelische Kirche gelernt. Ohne eine historisch-kritische Methode zur Auslegung der Heiligen Schrift würden wir möglicherweise auch mit dem einen oder anderen Zitat konfrontiert werden. Und genau würde ich dem Islam aus geschwisterlicher Verbundenheit anempfehlen, auch eine solche Theologie auszubilden. Und um ganz kurz auf die Fragestellerin einzugehen, Herr Jung weiß, dass ich eine dezidiert andere Meinung vertreten habe als er. Auch das soll hier gesagt sein, damit Sie nicht denken, alle denken das Gleiche. Wir waren für die Position, die heute nicht gewonnen hat. Vielen Dank. Professor Magschi, die letzte Frage vom jungen Mann und dann kommt die Abschlussrede. Sie haben gefragt, wie man sozusagen der Ausbreitung als christliche Kirche des Atheismus wehren kann. Zunächst mal, indem man den Atheismus ernst nimmt, als eine Option mit der Fraglichkeit der Welt umzugehen. Zweitens, indem man Sprachfähigkeit trainiert. In der christlichen Kirche, das ist ja keine Kirche, die nur aus religiösen Experten besteht, soll jeder sprachfähig werden. Und da ist eine große Aufgabe dabei. Dann drittens, indem man, das hat Prälat Jüsten vorhin auch schon angedeutet, Christentum in seiner Fülle präsentiert, wenn man dafür sprachfähig ist und nicht nur als so eine Abbruchruine, in der nur das gesagt wird, woran niemand Anstoß nimmt. Also indem man das Christentum in seiner Vollform präsentiert und schließlich, das habe ich vorhin indirekt auch schon gesagt, Menschen, die an Gott glauben, haben auch eine gewisse Form der Gelassenheit, dass der selbst schon wissen wird, wozu Dinge gut sind. Also auch an dieser Stelle gilt wiederum Vorsicht vor allzu großem Alarmismus, wenn man als theologische Fakultät und als christliche Gemeinschaft Sprachfähigkeit trainiert hat, dem lieben Gott auch in die Hände geben, wie er dem Heiligen Geist, um mal ein bisschen religiöser hier im Fraktionssitzungssaal zu reden, das auch anheimstellt, wie es sich entwickeln wird. Wichtig aber, wenn ich nochmal auf meinen Anfang zurückkommen darf, Atheismus als eine Form, mit dieser Welt umzugehen, ernst zu nehmen. Und genauso, wir haben über die Vielfalt der Religionen gesprochen, auch die Religionslosen ernst nehmen und nicht einfach als eine andere Form von Religion behandeln. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielleicht auch noch mal in Bezug auf die Frage zu Koran, marokkanische Dealer und diese Situation. Also ich stimme vollkommen überein, dass wir sozusagen eine in Elternhäusern eine demokratische Diskussionskultur haben müssen. Ja, das muss gelernt werden und die patriarchale Kultur ist jetzt auch nichts, was nur noch in bestimmten Kreisen stattfindet und eindeutig auf den Islam zurückzuführen ist.
aber das gibt es natürlich auch unter Muslimen. Was wir mit dem Koran, das finde ich immer so ganz toll, wenn die Leute sagen, wir brauchen einen neuen Koran, dann brauchen wir auch eine neue Bibel. Nein, die Menschen sind gefordert, das auszulegen und sind es von Anfang an gewesen. Und das Problem ist, dass heute religiöse Ignoranten ohne Rückgriff auf theologische Traditionen an diese Texte rangehen und sich da rauspicken, was sie wollen. Aber das könnten sie auch mit anderen sakralen Texten machen. Und der Mensch ist eben gefordert, das auszulegen und nicht alles, was in irgendeiner Situation irgendwo interpretierbar ist, ist auch auf meine Situation zu übertragen. Und das, also das ist eine religiöse Mündigkeit und die müssen wir auch in Bezug auf Islam in Deutschland stärken. Und wir haben 40 Jahre die Leute ja auch da nicht mitgenommen und die Einführung auch konfessionellen Unterrichts ist da sicherlich eine Stärkung. Und wir müssen die Leute mitnehmen. Ja, wenn Sie diese Dealer da beobachten, und ich war auch am Kottbusser Tor und habe bei einem türkischen Imbiss gegessen und habe den gefragt, was ist eigentlich hier los? Und er meinte, ja, ist alles ganz schrecklich. Jetzt ist es ja so, fragen Sie, machen Sie eine Umfrage unter türkischen oder türkischstämmigen Müttern muslimischen Glaubens und fragen, wie attraktiv finden Sie das, dass Ihr Sohn Drogendealer am Kottbusser Tor wird? Tor oder Damm? Tor, genau. Kein Berliner. Dann werden Ihnen 100% der Mütter sagen, das ist ganz schrecklich. Und in Kreuzberg gibt es auch Stadtteilinitiativen, wo migrantische Mütter mit Kopftuch ihre Runden drehen, weil die das nicht gut finden, dass in ihren Spielplätzen da irgendwie Drogen vertickt werden. Ne? Und vielleicht müsste man sowas dann auch, und das ist ja die Frage, warum nehmen wir A, diese Marokkaner als Muslime war und den anderen Dealer, der nicht Marokkaner ist, nicht als Christen, könnte ich ja genauso wahrnehmen. Also, und das wird teilweise medial gemacht und ist irgendwie in den Wahrnehmungsmechanismen drin. Und warum nehmen wir dann nicht wahr, also das ist doch, also das Drogenhandel, also ich kenne keine islamische Auslegung, die das in irgendeiner Weise befürworten würde. Im Gegenteil, und wenn Sie sich in muslimischen Ländern angucken, wie da mit Drogenhandel verfahren wird, also dann wissen Sie, dass das nicht der Islam ist, der den Leuten sagt, hey, werdet doch mal Dealer. Also das müssen wir trennscharf auseinanderziehen, damit wir dann auch das Problem verstehen. Und da sind Aufenthaltsstatus dass die kommen, teilweise nicht registriert sind und so weiter, das sind Probleme. Also wenn wir die so verstehen, können wir da auch was machen. Und dass wir da was machen müssen, also da sind Sie sozusagen mit dem 0815-Muslim, der in diesen Nachbarschaften wohnt, einer Meinung. Ne? Vielen Dank, Professor Agay. Jetzt darf ich Staatssekretär Thomas Silberhorn, Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, bitten, uns das Schlusswort zu sprechen. Wir haben ein bisschen überzogen, aber wir haben Sie ja auch sehr lange warten lassen. Deshalb darf ich jetzt um das Schlusswort bitten. Ja, liebe Kollegin Yusuf, lieber Kollege Dr. Jung, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Auditorium, hier auf dem Panel. Ich bin ganz dankbar, dass Sie ein bisschen überzogen haben. Damit habe ich ein bisschen wenigstens mitbekommen, worüber Sie den ganzen Tag referiert haben. Sonst wäre ich jetzt vor der fast unlösbaren Aufgabe gestanden, ein Schlusswort zu halten über eine Diskussion, an der ich gar nicht teilgenommen habe. Es ist sicher, Dr. Jüsten hat das gerade so subversiv im Vorbeigehen zugeflüstert, alles schon gesagt worden, aber eben noch nicht von mir. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie sich die Zeit und Mühe genommen haben, an dieser Diskussion teilzunehmen über religiöse Vielfalt, wie wir religiösen Dialog gestalten. Das treibt uns schon alle sehr um und nicht nur die Situation in Deutschland, sondern durchaus auch international. Und diese Perspektive der Entwicklungszusammenarbeit will ich gerne der Debatte noch hinzufügen. Wir haben uns sehr bemüht,
diesen Aspekt religiöser Vielfalt stärker zum Tragen zu bringen in unserer Entwicklungszusammenarbeit, das spielt eine wichtige Rolle. Wir sind zwar weltanschaulich neutral natürlich, aber eben nicht werteneutral, sondern wir machen Entwicklungszusammenarbeit auf der Basis unseres Grundgesetzes, und es ist zu Recht schon angesprochen worden, Menschenwürde, Artikel 1 steht da ganz oben. Das ist eine Grundlage, die wir historisch herleiten können, aber eben auch mit unserem christlichen Menschenbild oder der christlich-jüdischen Tradition in Deutschland. Und das hat normativen Ausdruck gefunden, nicht nur in unserem Grundgesetz, auch in internationalen Pakten wie der Allgemeinen Erklärung über Menschenrechte, internationale Pakte über bürgerliche und politische Rechte und so weiter. Und deswegen glaube ich, es gibt da sehr wohl eine gemeinsame Handlungsgrundlage für die Staatenwelt, in der verankert ist, dass wir den gegenseitigen Respekt und die Würde des Einzelnen an die Spitze stellen. Insofern ist auch das Gebot der Toleranz durchaus nicht grenzenlos. Es endet dort, wo die Intoleranz beginnt. Und deswegen dürfen wir Toleranz nicht verwechseln mit Naivität. Denn wenn Toleranz so missverstanden würde, dass wir auch den intoleranten Raum gäben, dann wäre es mit der Toleranz nicht mehr weit her. Dann würden wir die Wurzeln an unser Toleranzgebot legen. Und deswegen komme ich für mich zu dem Schluss, dass wir von Religionsgemeinschaften auch einfordern müssen, dass die religiösen Antworten, die sie auf Fragen unserer Zeit geben, global anwendbar sind. Ich verstehe wohl, und wir haben ja Kirchenvertreter hier sitzen, dass es einen entscheidenden Unterschied zwischen Staat und Religion gibt. Ich sage das mal sehr salopp. In der Religion geht es um Wahrheit. In der Politik geht es um Mehrheit, jedenfalls in unseren Demokratien. Das passt nicht immer ganz zusammen. Natürlich kann man über religiöse Wahrheiten, wenn ich das so sagen darf, nicht einfach mit demokratischer Mehrheit entscheiden. Das funktioniert nicht. Aber diese Schlussfolgerung möchte ich doch ziehen. Religiöse Wahrheiten müssen so formuliert werden und Antworten von Religionsgemeinschaften auf Fragen unserer Zeit müssen so gegeben werden, dass sie global anwendbar sind, auch für diejenigen, die anderen Bekenntnis sind oder kein Bekenntnis haben. Denn sonst werden wir diese Grundlage gegenseitigen Respekts und gegenseitiger Toleranz, wie wir sie in unseren internationalen Menschenrechtspakten auch im Grundgesetz formuliert haben, nicht in die Realität umsetzen können. Und diese Erwartung, die ich habe an Religionsgemeinschaften, dass sie ihre Antworten global anwendbar geben, die setzt natürlich voraus, dass es Religionsfreiheit gibt, dass der eine auch den anderen leben lässt. Insofern haben wir ein Interesse in der Entwicklungszusammenarbeit daran, dass wir moderate religiöse Kräfte stärken, dass wir gemeinsam mit ihnen uns für die Beachtung und den Schutz von Menschenrechten einsetzen. Und es ist kein Zufall, dass dort, wo die Lage kritisch wird, wo Versöhnungsprozesse erforderlich sind, wir oft auch auf religiöse Führer zurückgreifen können, die hier mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Herangehensweise segensreich wirken, ob das in Südafrika der Fall gewesen ist oder in Togo. Und ich könnte Ihnen eine Reihe von weiteren Konfliktherden nennen, wo es dringend notwendig wäre, dass diese Friedenskomponente auch mit berücksichtigt wird. Ich war letzte Woche gerade im Irak, ein Land, das unter schweren ethnischen und religiösen Spannungen leidet. Und auch wenn Mosul hoffentlich bald von Daesh befreit sein wird, dann beginnt der Versöhnungsprozess erst. Und das wird die Grundlage dafür sein, dass es überhaupt wirtschaftlich vorwärts geht. Und das, was wir in der Nachsorge von Konflikten oft postulieren, dass wir jetzt wieder stabilisieren müssen, das ist aus meiner Sicht noch zu hinterfragen, denn die Stabilisierung kann ja, und das gibt vielleicht gelegentlich Missverständnisse, nicht bedeuten, dass man den Status quo ante wiederherstellt, also zu den alten Verhältnissen zurückkehrt, die gerade gescheitert sind
bei Konfliktherden, sondern das bedeutet, dass man einen neuen Ausgleich in einer Gesellschaft formulieren muss, der vorher nicht funktioniert hat. Also man muss eine Transformation in einer Gesellschaft hinbekommen. Das bedeutet Stabilisierung und deswegen sind Versöhnungsprozesse so wichtig, weil man nicht einfach weitermachen kann dort, wo man vorher aufgehört hat und wo es dann zu Eskalation, zu Gewalt gekommen ist, sondern man muss sich neu zusammensetzen, auch unter Feinden sich zusammensetzen. Frieden mit dem Freund ist nicht schwer, ja, aber Frieden muss man eben mit den Feinden schließen und da können religiöse Führer eine sehr hilfreiche Unterstützung bieten. Ich will darauf hinweisen, dass es durchaus Gemeinsamkeiten gibt zwischen Religionsgemeinschaften. Das Prinzip der Gegenseitigkeit gehört dazu. Das findet sich nicht nur im Neuen Testament, auch in den Hadithen des Islam, in der Tora, beim Buddhismus, beim Hinduismus. Das, was man auch etwas verkürzend als die goldene Regel darstellen könnte, das kennen alle Religionsgemeinschaften. Insoweit gibt es tatsächlich eine Basis, die anschaulich macht, dass diese Anforderung oder Erwartung, die ich vorhin formuliert habe, dass die durchaus angelegt ist in allen Religionsgemeinschaften. Es gibt eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich die Hinwendung zu Ausgestoßenen, zu Armen. Das ist auch ein Merkmal, das wir in allen Religionsgemeinschaften finden. Insofern ist Religion auch eine Quelle von Entwicklungsverständnis, das über ökonomische Entwicklung, technischen Fortschritt hinausgeht und eben auch, ja, menschliche Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung mit umfasst. Und das macht deutlich, dass Religionsgemeinschaften Ressource sind für Wertvorstellungen, die Menschen prägen und die unser Miteinander ausmachen. 80% der Weltbevölkerung bekennen sich zu einer Religionsgemeinschaft oder einem Glauben. Mir hat ein bekannter Afrikaner mal erzählt, in Afrika glaubt jeder an irgendetwas. Da finden Sie alle Religionsgemeinschaften, Sie finden auch anderes. Aber das drückt so ein bisschen aus, man kann das gar nicht ignorieren. Und wir haben vielleicht in der Politik zu lange, zu weit weggeschaut und nicht wahrhaben wollen, wie stark religiöses Bekenntnis viele Menschen in der Welt prägt. Wir werden viele Konflikte überhaupt nicht verstehen können und schon gar nicht lösen können, wenn wir nicht Verständnis dafür gewinnen, was denn die Befindlichkeiten und die Haltungen der Menschen sind, die darin involviert sind. Und nicht nur 80% der Weltbevölkerung haben ein religiöses Bekenntnis, sondern vielfach sind es auch die Religionsgemeinschaften, die vor Ort signifikant zur Verbesserung der Lebensverhältnisse beitragen. In Subsahara-Afrika wird mehr als die Hälfte aller Leistungen im Bereich Bildung und im Bereich Gesundheit von Religionsgemeinschaften erbracht und nicht von der Staatenwelt. Insofern legen wir großen Wert auf enge Kooperation, gerade mit den beiden christlichen Kirchen in Deutschland. Wir unterstützen die beiden kirchlichen Zentralstellen für Entwicklungszusammenarbeit seit über 50 Jahren. Und wir stellen immer wieder fest, dass kirchliche Gemeinschaften, glaubensbasierte Gruppen, religiöse Führer in Entwicklungsländern viel näher an den Menschen dran sind als Regierungen. In Regionen, wo man die Regierung gar nicht mehr kennt, kennt man aber den Pfarrer oder den muslimischen Stammesführer. Und in Nordnigeria beispielsweise arbeiten wir mit solchen Leuten zusammen. Ich hatte selbst vor wenigen Monaten einen muslimischen Stammeshäuptling aus Nigeria und einen katholischen Bischof bei mir im Büro, die sich die Hände reichen, die gemeinsam zusammenarbeiten, um Boko Haram und Extremisten keinen Raum zu geben und den Leuten zu zeigen, es geht, wir können miteinander und wir sind für euch da. Wir warten nicht, bis eine Regierung, die sich nicht sehen lässt, vielleicht auch mal was tut, sondern wir nehmen das selbst in die Hand und wir machen es im Miteinander und nicht mit Gewalt. Wir geben für die beiden kirchlichen Zentralstellen, wenn ich das erwähnen darf, in diesem Jahr alleine 255 Millionen Euro und da ist noch nicht eingerechnet, was wir aus Sonderinitiativen bereitstellen. Alleine aus der Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger sind es weitere 21 Millionen. Wir haben diese Beiträge in den letzten Jahren doch deutlich erweitert. Wir haben alle unsere Partnerorganisationen, insbesondere auch die Kirchen, deutlich teilhaben lassen an den Haushaltsaufwüchsen, die wir seit 2014
erhalten haben. Und wenn alles gut läuft, morgen in der Bereinigungssitzung des Haushaltes, dann werden wir auch im nächsten Jahr hoffentlich noch mal einen deutlichen Aufwuchs unseres Budgets im Entwicklungsministerium erreichen. Mein Büro hat mir jetzt viele schöne Beispiele aufgeschrieben aus Kuba, Burkina Faso, Burundi, das lasse ich jetzt mal weg. Aber natürlich wollen wir durch die Einbeziehung von Religionsgemeinschaften, religiösen Führern jetzt nicht die Entwicklungspolitik instrumentalisieren. Wir werden ja auch missionarische Zwecke nicht unterstützen. Insofern sind wir tatsächlich säkular. Aber wir wollen die positive Kraft von Religionsgemeinschaften nutzen und erwarten schon auch, dass religiöse Führer sich deutlich abgrenzen von Extremisten, sich nicht einspannen lassen für Radikalisierung, sondern sich von Gewalt deutlich abgrenzen, aber eben auch einen konstruktiven Weg mit uns beschreiten. Wir haben im Frühjahr eine internationale Partnerschaft Religion und Entwicklung ins Leben gerufen, zusammen mit, man höre und staune, der Weltbank, zusammen mit den Vereinten Nationen, mit vielen internationalen Partnern. Norwegen ist kürzlich beigetreten, das Welternährungsprogramm ist jetzt dabei. Wir verhandeln gerade mit der Schweiz, mit Kanada und den Niederlanden. Also eine ganze Reihe von Geberstaaten, aber auch internationalen Organisationen machen sich gemeinsam mit uns auf den Weg, die Dimension von Religionsgemeinschaften in der Entwicklungszusammenarbeit ernster zu nehmen, das Potenzial, das Religionsgemeinschaften vor Ort haben, gerade dort, wo es um Versöhnungsprozesse geht, wo es um Bildung, wo es um Gesundheitsvorsorge geht, mit einzusetzen für Entwicklung und auch besser verstehen zu können, was oft Ursache von Konflikten sein kann, um Eskalationen zu vermeiden. Wir haben eine eigene Dialogreihe ins Leben gerufen. Ich freue mich sehr, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehr präsent ist mit diesem Thema und auch viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich reisen und dorthin gehen, wo wir über Fragen des religiösen Dialogs reden müssen, aber auch dort, wo wir Sorgen haben. Wir haben eine eigene Dialogreihe in unserem Haus aufgelegt, Religion Matters, und ich lade gerne dazu ein, auch diese Dimension der Entwicklungszusammenarbeit in die Arbeit mit einzubeziehen. Wir sehen mit Freuden, dass auch das Auswärtige Amt sich jetzt dieser Aufgabe angenommen hat und einen Arbeitsstab Frieden und Religion eingerichtet hat. Also Sie sehen, da bewegt sich einiges. Wir haben diesem Thema des religiösen Dialogs und des Miteinanders deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet als bisher, sowohl in unseren Fraktionen als auch in der Bundesregierung. Und ich bin überzeugt davon, dass Religionen, wenn wir es richtig anstellen, eine Kraft sein können, die Frieden, Versöhnung voranbringt, die eine segensreiche Entwicklung mit befördern kann. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute hierher gekommen sind, Ihre Beiträge dazu liefern. Ich habe zwar nicht alles verfolgen können, aber ich werde mir berichten lassen, und wir haben fleißige Mitarbeiter der Bundesregierung und der Fraktion, die hier notieren, welche Beiträge Sie heute eingebracht haben. Und Sie können versichert sein, wir werden das sehr aufmerksam zur Kenntnis nehmen und einbeziehen in unsere Arbeit, um das, was wir vorwärts bringen wollen, auch in unseren Partnerländern, nicht nur in Deutschland, auf den Boden zu bringen und diese positive Kraft von Religionsgemeinschaften mit einbeziehen können für nachhaltige Entwicklung weltweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für den Überblick auch der besonderen Rolle der Religion in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich darf mich bei allen Mitdiskutantinnen und Experten hier auf dem Podium ganz herzlich für die Teilnahme bedanken. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Und ich bedanke mich bei Ihnen für die Geduld, die Sie heute mit uns hatten. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder Gast unserer Veranstaltung sind. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank.